White Russian, last Christmas I gave you my part. Ne, echt. Haben wir das nicht sogar irgendwie spaßeshalber mal irgendwo erwähnt? Das war bestimmt eine andere Runde. Das kann Guten sein. Morgen. Hallo. Ich wollte gerade das sagen, aber die Folge kommt ja sogar morgen raus. Also morgens. Nein, achso, ja, morgen, ja klar. Richtig, für unsere Hardcore-Zuhörer, die hören das morgens. Auf jeden Fall. Das kann willkommen. Ich mir nicht vorstellen. Willkommen bei der Weihnachtsepisode, die wir an, also ganz kurz, pass auf. Das war so, da haben sie gesagt, Trolli, du wirst am 29. Dezember spielen und das wird den ganzen Tag dauern und wehe, du rennst zu oft aufs Klo. Und das wäre schön, wenn wir was Weihnachtliches machen, so weiß nicht, vielleicht die Geister der Weihnacht oder irgendwas Tolles. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist voll die geile Idee, das wird auf gar keinen Fall passieren. Und dann war irgendwie Manaschim noch da und dann haben wir mit ihm geredet, das hast du ja gehört. Und dann ist er auch irgendwie da geblieben und dann ist es gar nicht eskaliert. Überhaupt nicht. Wieso eigentlich nicht? Weiß ich nicht, ihr wart alle Dings. Du meinst wegen dem Aufgesetzten und so Sachen? Ach so, ja, das zusätzlich, das kam ja auch dazu. Ich weiß auch nicht genau, was ich sagen wollte. Du wolltest ja eigentlich jetzt Großtöne spucken. Ja, natürlich wollte ich das wie immer. Du hast ja schon gesagt, Geltungsbedürfnis. Aber hab ich gar nicht. Okay. Doch irgendwann mal. Ja, in generell, aber jetzt gerade nicht. Ach so, nee, aber wir hatten ja eigentlich auch beschlossen alle, dass wir irgendwie einen White Russian hier stehen haben und dann am Ende hatte einfach keiner die Ingredienzien. Das war auch gut. Nee, jeder hat sein eigenes Ding irgendwie gedreht. Ihr habt Aufgesetzten gehabt. Ach, ihr hört's gleich in der Folge. Er hat jetzt noch Nachwehen. Das war nicht, du Mädchen, ey. Nicht. Ach, Pussy. Komm. Einmal im Jahr. Lieber ein Liter Goldkrone, Junge. Okay, das merke ich mir. Da kommt er. Im nächsten Jahr, mein Freund. Stellst du den Liter Goldkrone rein? In einem Jahr gibt's uns doch gar nicht mehr, überleg dir mal. In einem Jahr kennen wir uns alle ja nicht mehr, da hat jetzt schon längst keinen Bock mehr, die ganze Scheiße zu schneiden. Ich habe keinen Bock mehr, euer Spiel zu leiten. Was weiß ich, das hat jeder alles nicht. Du redest einen Scheiß, ich mach jetzt aus. Das hat er vor einem Jahr auch schon gesagt. Ja, erinnerst echt? Du dich, Düss? Das hat er vor einem Jahr auch schon gesagt. Das ist ja Jubiläum erreichen wir nie. Also bis nächstes Jahr. Sag deinen Spruch. Viel Spaß und bleib geil. Löst sich in Wohlgefallen auf. Ende. Der Drache kommt und frisst sie alle auf. Schon wieder? Also ich fand's, ich muss ja nochmal ganz kurz sagen, also der Final Fight, ich gehe jetzt gar nicht mehr weiter drauf ein, aber da hast du mal gesehen, wie Flummi immer an die Decke geht, Alter, wie ihr das Adrenalin durch die Adern drischt, Alter. Da wird's schon manchmal ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ja, ey, das ist voll witzig. Ich finde das geil, ich lieb das voll, wenn sie total die Wand hochkrabbelt, Alter, und den Kopf verdreht und grüne Sache rauskotzt, Alter. Macht mich total an, ey. Sag mal, jetzt haben wir was für Outtakes oder was? Also meine sag mal. Linda Blair des Shadowruns, Alter. Wer ist Linda Blair? Die von Exorcist, meine. Ja. Linda Blair. Ah, na, sag mir was. Ja, ja. Hm. Die im Bett lag. Exorcist mal gesehen? Do you wanna lick my pussy? Warum hast du das denn mal nicht mit Billy gesagt? Das wäre schön gewesen. Zu Kaban an der super. Einen Stelle, du weißt schon. Jo. Ein düsterer Tag. Ich weiß gar nicht, von was du redest, ey. Ein düsterer Tag, Vater. In Kabans und deinem Leben. In meinem Leben nicht. Nicht deinem, seinem. Kaban und Dillinger. Er sagt, er kämpft, aber jetzt hat er direkt mal das zweite Glas Schnaps, da kommt er nicht mehr raus. Von jetzt an geht's nur noch bergab, ey. Super. Ja, mein erstes Bier ist auch schon leer. Ey, das quasi. Ist mein drittes. Mein erstes Glas Wein ist leer. Ich trinke 0,5er, also. Erste Glas Wein ist leer, alles klar. Mhm. Kaban hat das erste Glas, die erste Flasche Bier leer, alles klar. 0,3 oder 0,5er? 0,5. Sehr gut. Ihr wollt heute bis 23 Uhr spielen und habt jetzt... Ja, und? Wo ist das Problem jetzt? Man muss nur den richtigen Pegel finden. Wenn man den gefunden hat, dann kann man den konstant den ganzen Tag aufrechterhalten. Man muss nur zwischen Pissen und Einschenken wieder gute Limit finden. Aufpassen, dass der Alkohol nicht ausgeht.
Das Leute, ist der Worst Case. Dafür ist ja heute Montag. Habt ihr was zum Anstoßen? Moment! Moment ist gerade leer. Eine Sekunde. Dann beeilt euch mal. Es könnte passieren, ich möchte nur schon mal vorneweg ankündigen, dass ich nachher mit euch pissen gehen werde und trotzdem weitererzähle, ja? Das sage okay ich schon seit Jahren, dass du das machen würdest. Finde ich gut. Jedenfalls ist er ehrlich. Das Gute ist, bis jetzt nehme nur ich auf. Das heißt, es wird nicht dann, auf dem Soundboard landen. Ich sag dann immer nur, ich schenke mir gerade Tee ein. Während ich Push to Talk drücke, ja, ja. Das wäre jetzt aber interessant, wenn du das mal während dem machst, während dem der Trolli da sitzt. Hast du ihr schon einen Eimer hingestellt, Trolli? Nachher kniet sie drüber. Ja. Denkst du, in meinem Zimmer steht kein Eimer? Oder? Ja, für die Bogen, ne? Er hat eine Punika-Flasche und die hat er aber auch nur für sein Ego und nicht, weil er sie bräuchte und ich habe einen Eimer. Mu, habt ihr jetzt was zum Anstoßen? Ja. Yes. Yep. Jawohl, anstoßen. Dann Freunde, bis nächstes Jahr. Tschüssen. Mach's gut, war schön. Ja, ne, auf euch und so. Tschüssen. Auf uns alle, Zuhörer wie auf die White Russians an sich. Ach, das bleibt drin? Oh. Ja, natürlich bleibt das drin. Wir stoßen auf. Das ist doch das Weihnachtsspecial, was viel zu spät kommen wird, was zu uns passt. Machen wir wahrscheinlich zu Ostern. Ja. Nee, das haben wir schon ausgerechnet, das kommt nicht hin. Ah, verdammt. Wir können zu Frohen Leichnam oder so irgendwas dann rausbringen. Ja, cool, Happy Kadaver. Sehr gut. Happy Kadaver, ja, da gehen wir immer grillen. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Internet ist doch heutzutage überall verfügbar. Zu Hause ist dort, wo sich dein Handy mit dem WLAN verbindet. Wieso WLAN? Oh. LTE, Alter, LTE. Es kommen auch noch schlechte Werbesprüche. Ah. Ja. Das Problem ist, bei meinem Vater zu Hause mache ich wirklich LTE an, weil das WLAN einfach zu langsam ist. Das ist Wahnsinn. Naja. So, hau rein, Trolli. Gib uns das Setting. Der Kampf ist abgeschlossen. Mal lass ihn muten. Prost. Das mache ich freiwillig. Darfst gerne natürlich da bleiben. Das mache ich auch freiwillig. Der Junge dachte noch, es wird leicht. Na gut, also nee, ich glaube, der hat Spaß. Oh ja. Denkst du, Spaß haben ist leicht? Nee. Das führt zu, ich habe es tatsächlich, ich glaube, nach der Agaphon-Folge habe ich wirklich Muskelkater gehabt vor 4 Jahren. Das ging nicht. Im Brustkorb, ja. So ein Zwerchfell, Junge. Also, hier, pass auf, genau. Wir tun aber auch immer die Hämorrhoiden vom Lachen weh, gell? Geht weiter. Egal, was er Trolli, heute geplant hat, es wird chaotisch. Trolli, tust du dir selbst bitte einen Gefallen. Wenn du das Glas ansetzt zum Trinken, sagst du Bescheid, dann halte ich nämlich die Fresse. Ansonsten könnte das heute etwas... das meinst du. Ja. Ich habe ja, der Popschutz ist ja auch nicht gedacht, damit hier irgendwie, ne, sondern das ist ein Spritzschutz quasi auch. Ja, aber wenn du das Wasser in die falsche Röhre kriegst, Alter, dann ist auch nicht schön. Ich musste gerade bei Spritzschutz, kam mir schon der ja, das war einfach. Jutti, ist alles also so verklebt hier, ey. Ich krieg das Blatt nicht von der Hand los. Okay, All die Notizen sind versaut. Ich kann nichts mehr lesen. Sorry, Schluss jetzt, Ruhe. Wir werden jetzt neu streichen, ist doch alles gut. Wir stimmen uns jetzt ein, wir werden dicht und deep. Total krass. Besonders und dicht. Besonders dicht. Können wir bitte mal Atemübung alle zusammen machen? Und jetzt Hechel. Eine Atemübung. Na, die okay. Schwangeren Alexias da draußen. Macht es einfach dem Düss nach, der weiß, wie es geht. Er hat Erfahrung. Haben wir jetzt genug gehechelt, ja? Ist jetzt echt? Gut, passt auf, Kinder. Es ist folgendermaßen. Wir schreiben, außer Flummi, die nicht, den 1. Dezember. Oh, schon? In Russland ist ja Weihnachten ganz schön viel später, aber dadurch, dass es ja sowas wie Großkonzerne gibt, hat man natürlich den Geist der Weihnacht schon ein bisschen vorverlegt. Also kaufen! Geil. Außer natürlich Rabutnik. Die sind total, weißt du, die haben so ganz ruhige, atmosphärische Weihnachtswerbungen, wo sie empfehlen, man muss nicht immer so viel kaufen, man muss nicht so viel schenken, die Familie ist das Wichtigste. Man kann ja mal einen gemeinsamen Ausflug ins Rabutnik-Erholungsresort zu Weihnachten machen. Das kostet auch nur 120 Yen. Weißt du, einfach mal nichts schenken, sondern gemeinsam Zeit verbringen. Das ist, ne? Total schön. Kann man da Skifahren? Je nachdem, wo du hinfährst, schon, ja. Willst du 120 kurz umplanen? Weißt du, was ich traurig finde? Nee, ich frag ja nur.
dass man diese tollen beleuchteten Plakatwände nicht mehr zerschmeißen kann, weil es ja alles AR ist. Ich kann dir aber Tricks verraten, wie du die theoretisch man gegen die AR-Holografien geschmissen hat. Also wenn ich die Tech-Bombe mit Matrix-Zeug, dann habe ich ungefähr dieselbe Befriedigung, als wenn ich eine Weinflasche dagegen werfen würde. Der arme Wein. Das ist ein Scheißwein. Der kommt aus Deutschland. Achso. So. Aus der Pfalz am Ende noch. Von der Mosel. Ach, von der Mosel. So. Das war jetzt gerade echt unbeabsichtigt. Das wird heute die Hölle. Hölle. Jawohl. Leute. Ich hatte gerade leider was im Mund, ich konnte nicht. Ich war mir nicht sicher, ob er mitmacht, aber wir sind schon angespannt. Billy, geh mal weg jetzt. So. Genau, echt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Das wird euch sehr, das ist mir egal. Ich brauche bitte einen Sub-Channel und dann brauche ich nacheinander Kaban, Jojo, Billy. Und dann kommt ihr immer wieder hoch, weißt du, einer nach dem anderen. Aber es wäre echt gut, wenn ihr euch nicht drüber unterhaltet, was da so los ist. Das wäre echt... Du wirst uns dann schreiben. Nee, ich rede ja jeweils mit einem von euch und ihr da oben könnt halt noch ein bisschen dumm labern. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut. Aber das machen wir jetzt dann nicht in die Aufnahme rein oder was? Doch, oder? Na doch, jeder hat auf. Halt eine Aufnahme. Ah, gut. Dann. Okay. Ah, scheiße, das wird dann schwierig. Nee, da muss Trolli die schneiden, das geht schon, passt schon. Nee, unser dummes Rumgelaber haben wir dann aber teilweise nicht drauf. Doch, ich habe ja die Haare tauchen. Scheiße, das ich ist unverzichtbar. Nee, aber nicht, wunderbar. Wenn du und Trolli gleichzeitig drin sind. Also dann musst du halt aufnehmen, wenn ich rausgehe. Was ist denn das Problem? Verdammte Hacke hier. Jetzt halt mal die Fresse hier, wenn du mir redest. Dass ich Angst habe, dass dieser beschissene Laptop, vor dem ich gerade sitze, das nicht hinkriegt. Bitte. Wir lassen den Trolli jetzt einfach da unten sitzen. Machen unser eigenes Shadowrun. Sehr schön. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du musst jetzt runter, Deli. Na gut, Billy fliegt ins zürische Orbital. Du kriegst einen Anruf von Ivan. Von Ivan? Mhm. Na dann, hallo Ivan. Hi, du, pass auf. Ja. Was ist? Du hast doch gesagt, das mit dem Auto wäre echt scheiße gewesen. Ja, sicher. Genau, das dachte ich mir. Und ich hab gehört, dass jemand ganz kurzfristig noch so einen toughen Kerl wie dich braucht. Und es gibt sehr viel Kohle und es geht sehr schnell, aber es wäre halt schon heute. Oh, okay. Was ist das für ein Job? Weißt du was? Ja, pass auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Da kommen so zwei Leute in so einen U-Bahnhof und da stehen schon ein paar andere Guys mit dir rum. Die müsst ihr nur ausnocken, also schön Gel immer rein, weißt du ja, wie es geht. Dann kommt da die U-Bahn, die wird eingeladen. Da kommt noch jemand, machst du das nochmal. Dann gehst du eine Etage hoch, wo die Tickets verkauft werden, da kriegst du dort deine Kohle. So, pass auf, jetzt kommt der Clou. Jetzt hat sich was in den Hintergrund getan. Okay, also, der Clou ist nämlich, ich habe natürlich erstmal ein bisschen nachgefragt, weil bla bla bla, du weißt ja, wie es ist, willst du ein bisschen mehr wissen. Und ich habe gehört, die eine Person soll wohl irgendwie was mit dem Militär zu tun haben. Und also mehr mit Militär zu tun haben. Irgendwie so ein reiches Kiddie, was da irgendwie, weißt du, und Militär, Söldneinheit, du suchst deinen Cousin und so, und da war früher was los, da dachte ich, da könntest du dich interessieren. Und ich habe nachgefragt, es wäre möglich, dass du dann mit der U-Bahn mitfährst, die abholt und dort nochmal ein paar Fragen an die richtest. Und falls die noch nicht ausreicht, die andere Person ist wo bei Rabutnik relativ weit oben. Und Rabutnik und Militär sind ja auch, wie man jetzt gemerkt hat, doch relativ eng beieinander. Das wären halt zwei Chancen, was zu erfahren und Geld zu machen. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Das dachte ich mir nämlich auch. Wäre ich dabei. Also, es kommen zwei U-Bahns an und jeweils sollen wir dann die Person X entführen und quasi in die U-Bahn flecken, oder wie war das? Genau, also die kommen nicht mit der U-Bahn an, sondern die kommen halt einfach von oben reingelatscht. Dann kriegst du vom Master Chief das Signal und dann werden die umgebumst, ab in die U-Bahn und dann fährst du bei der zweiten mit. Okay. Klingt solide, dachte ich. 7K. Und 7K, ja, bin ich dabei. Das dachte ich mir. Das ist gut, weil ich habe eigentlich schon fast versprochen gehabt, dass ich jemanden finde. Naja. Ja, nee, aber mit solchen Sachen, dann das geht. Kriege ich hin. Ansonsten sollen das halt echt so reiche Kiddies sein, die nichts können. Also brauchst du auch keine Sorgen machen. Okay, aber in welcher Gegend ist das? Das ist, pass auf, ich gebe dir mal einen Twitter-Link.
So, könntest jetzt theoretisch ins Twiddler rein? Ja, ich bin gerade unterwegs quasi. Die Matrix lädt schon. Ah. Schlechte Verbindung hier. So, bin da. Gut, also das ist oben in Sokol in der Nähe von dem schlechteren Gebiet. Da ist eine U-Bahn-Station, das ist quasi fast die Endstation. Und da ja dort die neue Monorail-Linie ist, fährt damit fast keiner mehr. Also hast du dort echt einen sauberen... Das Gehust ist so schön. Einen sauberen U-Bahn-Hafen, wo auch keine Penner rumliegen, weil es da ja viel zu kalt ist. Und da kommt keiner mehr hin. Also ist das quasi perfekte Sache. Muss 13 Uhr da sein, hast du noch eine halbe Stunde ein bisschen, um zu chillen, dich zu positionieren, wenn du es professionell machen willst. Ja, und dann geht's los. Okay. Und dein Kontakt, der das organisiert hat, ist sauber? Ja, bestimmt, ne? Ich habe das von Inna, die ist echt, also habt bisher nur Gutes gehört und ist echt eine Nette, immer so. Also gab's echt keinen Stress, von daher. Persönlich habe ich sie nicht getroffen, aber also ich habe es von einem Kontakt, der halt nicht konnte und dem vertraue ich 100% und der sagt, die ist sauber. Gut. Dann, und so kurzfristig kannst du ja auch nicht immer dann dieses ganze Programm, weißt du wie. Ja, richtig. Gut, dann mache ich mich gleich mal auf den Weg und guck mir die Lage an. Saugeil. Dann wünsche ich dir viel Spaß, keine Ahnung. Viel Erfolg, glaube ich, eher bei der Sache. Viel Erfolg reicht schon, glaube ich, denke. Danke. Hauste. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Piep, piep. Genau, piep, piep. Ich hatte meine Sachen ja mittlerweile alle wieder, richtig? Ja. Ja. Gut, ja, dann würde ich quasi meine Maschinenpistole packen. Ja, das wird dann wohl gebraucht. Eine Pistole und halt Klamotten etc. wie, ne? Vernünftige Panzerung und so weiter. Ins Auto. Hey, ich hab gar kein Auto. Haha. Scheiße. Das ist richtig, das hast du nicht. In einen Rucksack damit und ab, ich hole mir dann Automaten-Taxi. Das mich dann an der Ecke hier vorne abholt und dann nach oben fahren muss. Am besten zügig, mit Express quasi. Quasi Taxi Prime. Ja, ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür ist man unter sich. Nein, die zeichnen ja auch nicht so viel auf, weil Prime und so, naja, eigentlich schon. Naja, ich denke, du wirst nichts, also, ne, Maschinenpistole kannst du auseinanderklappen, so halbwegs, also hier Ladestärke raus und so und verstecken, klar. Genau, ja, eine Sturmhaube und so weiter kommt noch mit, weil ich von den Leuten will ich ja nicht entdeckt werden, erkannt werden. Und dann mache ich mich da hoch zu diesen tollen Logger. Zu dieser tollen U-Bahn. Ha, pass auf. Wie mach ich denn das? Ah, genau. Du kriegst dann später noch eine Karte. Ich muss die bloß erstmal so lassen. Da sind schon. Ah ja, 4 Leute sind da schon da. Sind 2 Orks, ein Zwerg und ein Troll. Die sind ausgerüstet. Ordentlich, so auch mit Pistolen, MP, einer hat eine Flinte, das ist der Troll natürlich, weil, ne? Stehen da rum, sind sogar relativ unauffällig und ansonsten ist wirklich menschenleer. Die Geschäfte haben größtenteils geschlossen, weil hier einfach niemand mehr hinkommt. Die sind halt richtig verrammelt. Das Ding ist, also Kameras zum Beispiel, da hat man jetzt nicht so zwingend irgendwas. Man muss sich nicht mal mehr ein Ticket kaufen, man geht da einfach durch und dann kann man da unten schön chillen. Gut, Der Typ, der du das Sagen hat, ist auch der Troll, der auf dich zustapft. Moin, moin. Oh, moinsen! Alles Paletti oder was? Du bist ja der... Ersatzmann, ja. Der Ersatzmann. Das finde ich gut. Stellst dich irgendwo hin, hab gehört, das sind voll die Schnapfen. Einfach mal kurz mit dem G reingehalten und dann schmeißen wir die da rein. Oben bei den Tickets gibt's dann das Geld und das wird ein schöner Feiertagszuschuss quasi. Wisst ja auch was für deine Halle oder so schenken da, ne? Jo, läuft wohl. Gut, ich markiere die dann, wenn die reinkommen, warten wir noch ein bisschen, bis die günstig stehen, dann gibt's das Signal. Warte, hier hast du erstmal Comlink-Verbindung. Dankeschön. Jawohl. Bist du ausgerüstet? Ich hab, was ich brauche, ja. Dann ist ja alles safe. Wissen wir, mit was für einer Opposition wir das zu tun haben? Opposition. Ja, irgendwie halt die eine Person. Und vielleicht haben die einen Taser dabei. Wisst ihr, wie das bei so Konzernschnäpsen ist und so. Okay. Was ist auf unserer Habenseite an Leuten? Er deutet nacheinander auf die Leute, die so da mehr oder weniger unauffällig rumstehen. Das sind alles solide Typen. Die haben schon mal sowas gemacht oder so in der Richtung. Haben schon mal jemanden abgeknallt und so. Können umgehen. Und wissen auch, dass man nicht ins Gesicht schießt mit dem Gel. Also kannst du dich drauf verlassen. Gut.
Also Magier, Hacker, etc. oder sowas haben wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ah, braucht man nicht. Na gut. Außerdem hier Matrix-Verbindung. Siehst du ja selber, wir können uns gerade so erreichen und der Rest ist für den Arsch. Nach außen kommt da Läuft. nichts. Na dann. Auf gutes Gelingen, würde ich sagen. Auf gutes Gelingen. Pass auf, mir hat man gesagt, du wirst dann irgendwie mitfahren. Ist abgesprochen, ist gar kein Problem. Du holst dir erst das Geld um und dann sollst du quasi in die nächste U-Bahn einsteigen und Endstation wirst du dann mitgenommen. Die brauchen eine Weile, um die zu verladen und so, weißt du, wie das dann ist. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, kannst du dir kein Hörnchen holen, aber ich habe hier eine Zimtwecke, falls du was du knabbern willst. Nee, danke. Genügsam, gut. Ein Schnäpschen noch vielleicht? Nee, passt schon so. Aber es ist kein Problem, also ich stehe hier eine Weile, es ist kalt, ich müsste mir kurz noch was genehmigen, sag Ja, mal, ne? tu dir da ganz lang an, ne? Ja, da Leute Nur, sehen, die ich habe gestern reagieren da ganz übertrieben. komisch. Ah, so, also, das geht natürlich nicht. Hast du recht. Also, wie gesagt, das läuft dann, ich gebe Signal und dann bäm. Läuft schon. Sollte jemand anders runterkommen, verhalten wir uns erstmal ruhig, aber im Notfall, da stellen wir uns davor und sagen, es wäre vielleicht gut, wenn der oder die dann geht. Einfach. Reicht ja. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Juti, wir verstehen uns, dann bis später quasi zum Geld abholen. Jo, bis dann, Chief. Außer er Ja, ich. stapft von dannen. Ich würde quasi dann aus meiner Tasche die Maschinenpistole einfach mal, also so verdeckt in einer Ecke, die Maschinenpistole zusammenbasteln, Schalldämpfer einfach drauf, die Munition rein und die dann hinter meinem Rücken lagern, sodass und mich an die Wand stellen quasi, sodass ich alles im Blick habe, aber die Waffe nicht zu sehen ist. Gut. Wie gesagt, du kriegst dann nochmal eine Karte, da kannst du dich dann noch reinzeichnen, das passt. Gut, dann würde ich dich bitten, mir als nächstes die Flumette mal runterzukehren. Gerne doch. Danke, meiner. User left your channel. Ich glaube, die Flumette ist gerade pissen oder so. Schrecklich. Was? Nee, ich bin da. Bis da? Gut, dann gehen Man wir hört mal dich die ganze Zeit runter. husten auf der Ja. Aufnahme. Entschuldigung. Das ist Böses. wird interessant. Vielleicht Böses. hören wir dich ja auch. Nee, Troll ist ja auch bei dir. Super. Ja. Gut, Geh mal weg was da ist? jetzt. Ich muss Tschüss. weg. Tschüss. Oh yeah. Oh, The sexy geil. time. Wir Super. haben schon schön im Chat Sachen hin und her geschickt. Du musst mal durch den Chat gehen. Gibt's so ein paar tolle Bilder. Nö, quasi, weil ich die wahrscheinlich nicht sehen kann. Ach so, ja klar, ja stimmt, du War ja warst nicht im ja. Chat drin. Richtig, hast recht. Ja, dann hast du Pech gehabt. Nee. Ja, schade. Dann werde ich wieder gemobbt. Nee, Ist klar. Immer werde ich hier warte. rausgemobbt. Stimmt doch gar nicht, du wurdest hier reingemobbt erstmal. Du hast dich ja quasi selbst reingemobbt hier. Ihr wolltet mich ja Hm? nicht. Was? Ihr wolltet mich ja nicht wieder gehen lassen. Was? Wir hatten den Eindruck, du magst es. Ich bin ja quasi gezwungen. Gezwungen. Wieso? Wir können Also jetzt das auch zweite ganz Bild schnell sieht ja sitzen. schon viel besser aus als das erste. Ich poste jetzt einfach nur so, wie sie Was zum gekommen sind. Geier? Ja, genau, das Vergesst dachten das wir auch. bloß nicht, sonst kriegen wir wieder Ärger von Malassim. Oder wenn ich den Namen falsch ausspreche, Entschuldigung. User joined your channel. So. Danke, übrigens, jetzt höre ich nichts mehr. Pass auf. 1. Dezember hat man angesagt. So gegen 9 rappappelt dein Comlink und die Matrioschka ist dran. Was, morgens? Ja. Moinsen. Entschuldige. Ich dachte, du vielleicht, du machst immer so lange, du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, solltest ausschlafen, aber es ging nicht anders. Ist okay, wenn, oder soll ich vielleicht nochmal 10 Minuten später anrufen, dass du dich wenigstens frisch machen kannst oder so, alles so. Kaffee Was? trinken. Du klingst so verschlafen, das Ich bin seit bricht mir 3 das Stunden wach. Herz. Bitte? Ich bin seit 3 Stunden wach. Ach so, 3 Stunden. Mädchen, wann bist du ins Bett? Keine Ahnung. Spielt ja auch keine Rolle. Weiß nicht. Ich glaube so gegen 3 oder so. Weiß ich nicht. Na gut. Ich will auch gar nicht so viel Zeit von dir heute, aber ein bisschen schon. Danach legst du dich nochmal hin. Es wäre supi, wenn du 13:30 dich mit mir treffen könntest. Ja. Ist ein bisschen ungewöhnlich, ist nicht bei mir. Das ist oben in Sokol, in der Nähe von dem ein bisschen schlechteren Gebiet. Da ist die U-Bahn-Station, das ist fast Endstation. Da wäre es mir ganz gelegen. Worum geht's denn? Ist schlecht am Comlink. So Weihnachts, du weißt, die kleinen Weihnachtsgeheimnisse. Nichts, wo du Ja. sofort auf irgendwas reagieren müsstest oder so, ist einfach nur. Hast du deinem Neffen wieder ein Spielzeug gekauft, das ich reparieren muss, oder was?
Ein bisschen aufwendiger, aber du brauchst da auch dann den Schraubenzieher nicht mitbringen oder so. Okay. Gut. Alles klar, also nochmal, wann, wo, oben in Zokoll, vorletzte war das, oder Endstation, irgendwie so? Vorletzte. Outgame, brauchst du Karte? Willst du Karte? Nicht zwingend, ja, doch, vielleicht schon. Das Kreuz markiert den Schatz. Ja, es lädt. Es lädt immer noch. Ich sehe kein Kreuz. Oben unter Sokoll, das blaue Ding. Ach, da ganz Ding. Oben. Wir sitzen da. Ah nee, Gangsterbosse, alles klar. Da ist so erstmal nix. Der U-Bahnhof ist quasi ausgestorben, weil es eine neue Monorail-Linie gibt und so, und da ist nicht mehr viel los. Okay. Irgendeine spezielle U-Bahn, wo ich vielleicht dann warten soll oder so? Nee, einfach da halt unten am Bahnsteig. Okay, gut. Freue ich mich. Gut, dann bis später. Ja, tschüss. Piep, piep. Das war's schon, du kannst mir das mal bitte holen. User left your channel. Ich bin halt wieder zu. Oh Gott, schon wieder zurück. Nee, ich hab keinen Bock. Moment. Ich kann's dir ja vorlesen, was du schreibst. Du kannst dich. User in your channel is recording. Hallo. Hallo, lieber Dys. Auf dich habe ich mich am meisten gefreut, wegen des Sexappeals. Du lügst doch. Pass mal auf, Dys. Soll ich mir erstmal was einschenken, bevor wir jetzt hier losfahren? Schenk dir erstmal was ein, meiner. Die Aale kriegt eh wieder die Fresse nicht erhalten. Furchtbar. Mich stört das jetzt nicht. So, naja, aber es ist immer blöd auf der Aufnahme, dann so verschiedene Stimmen, das ist Stimmt. Ganz gefährlich. Mach mal. So, Twitter-Link hast du? Muss ich jetzt da reingehen? Du kannst, hab die anderen, dann hab ich das auch angeboten und ich wollte es ja nicht ausschließen. Junge, Junge, Junge. Ja. Gut, also, 1. Dezember, Punkt 11 Uhr. 11 Uhr. Rapappelt dein Comlink. Hallo? Es ist Professor Dr. Nikolai Ivanovic. Ach, Herr Doktor, hallo, ich grüße Sie. Lady, Foxy, es ist ja. Mir etwas peinlich, aber es würde mich wirklich sehr, quasi immens freuen, wenn Sie ganz kurzfristig heute noch so gegen 14 Uhr sich mit mir treffen könnten. Es tut mir leid, aber die Örtlichkeit ist geradezu beschämend, wenn ich bedenke, ihre das entspricht sicherlich nicht ihrem Stil, aber ich muss darauf hinweisen, dass es wie quasi um wichtige Angelegenheiten geht, die quasi ich mit Ihnen dort besprechen möchte, wenn Sie mir das verzeihen. Sie klingen sehr aufgebracht. Was geht es denn? Eine Angelegenheit, die ich ungern über die Comlink-Kommunikation erledigt wissen möchte. Okay. Deswegen ein persönliches Treffen wäre mir ganz recht. Wo, ja, Bergovoy oder wo möchten Sie sich denn treffen? In Sokol, nördlicher Rand der U-Bahn, Linie 5. Dort ist die vorletzte Haltestelle quasi abgeschieden. Etwa, wie gesagt, das ist nicht das beste Gebiet. In Klammern blaues Kreuz. Ja. Ist das ein Kreuz? Okay. Blaues Gerät. Ja, okay. Dort wäre es mir sehr recht, wenn Sie 14 Uhr, das wäre wunderbar. Ja, das kann ich doch garantiert einrichten. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft Sie sich befinden mögen. Vielleicht, ich würde darum bitten, dass wir das wirklich unter uns belassen könnten. Ja, aber sicher doch. Ich bin sehr erfreut, dass Sie so verständig, das erfreut mich wirklich. Naja, Sie helfen mir ja mehr als ausreichend für gewöhnlich, dann werde ich Ihnen ja mal wohl auch einen Gefallen tun können. Ja, ja. Nicht wahr? Lady Foxy, es ist sicherlich obsolet, Sie darauf hinzuweisen, aber da sich in nicht allzu großer Entfernung ein etwas schlechteres Gebiet befindet, empfehle ich vielleicht eine Waffe. Sie sollten vielleicht da was mitnehmen. Ja, selbstverständlich, absolut. Bin da mit Ihnen absolut d'accord, Herr Doktor. Du kannst es nicht lassen, das, hä? Nee, kann ich nicht. Ich bin Billy, entschuldige bitte gerade, ja. Ich find's so schön. Ich hab mich gefreut. Billy spricht halt Französisch, Madame, s'il vous plaît. Baguette, apropos. Colette.
Franco, Frankreich. Los geht's. Gut, dann bis später und vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Sicher. Bis dann. Wie lange brauche ich denn mit der S-Bahn oder beziehungsweise wird wahrscheinlich mit der Metro sein, oder? Am besten kommst du erst ein Stück mit der Metro und dann mit der Monorail, weil da eine neue Station gebaut wurde und die ist da ein bisschen fixer und bla. Ja, dann schmeißt Billy sich ihre Runner-Gear an, also sprich hier, ne, Panzerung. Und lädt ihre Waffe mit scharfer Munition durch. Poliert noch schön den Schalldämpfer glänzend. Den harten Kolben. Alter, okay, jetzt wird es echt irgendwie gerade krass. Mit gell? Dir ist es immer am schönsten, doch. Ich darf es nicht so laut sagen, Flummi hört dich ja. So, dann, macht Billy sich mit einem Schmunzeln auf den Lippen auf den Weg. Achso, mit einem Schmunzeln. Den Schamlippen. Ich habe mir mal kurz, ich muss es mal kurz noch zum Besten geben, ich habe mir ja kürzlich überlegt, es gibt ja Frauen, die haben so den Camelfoot, ne? Kennst du doch, oder? Nein. Den Camelfoot in der Hose? Ah ja. Kennst ich du habe doch? Camel Toe heißt. Jetzt, Camel-Toe. Ja, plötzlich, bitte, richtiges Vokabular hier. Ja. Richtig, du kennst ja auch, wenn so ein Ninja seine Socken anhat, ne? Egal, also auf jeden Fall lässt sich Billy auch immer, also takt sich Billy auch immer genau so, dass es so aussieht. Die taktisch den Sack. Das ist Herz allerliebstes. Ich befürchte, wir werden heute noch Darstellung davon in Twitter sehen. Oh, dicht, ja. Dicht. Das dicht und dicht für Alex. Für die dich, vor allem. Ich. Also, gut. Also, Düss, ich glaube, wir verpissen uns jetzt beide hoch, sonst wird das wieder kompliziert. War's das schon? Ja, das ging ganz schnell. Okay. Also, ja. User in your channel is wir wollen nicht mehr mit dir spielen, Trolli. Du hast gerade gesagt, Düse sei es immer am schönsten. Wir sind jetzt zickig. Genau. Das ich kann keiner beweisen. Moment. Doch, ich glaube schon. Achso. Kaban? Ja? Du hast jetzt eine wunderschöne Karte im Twiddler. Achso, falls mal Maschim reingucken will, warte. Link ist unten. Da kannst du dich jetzt positionieren. Die anderen, also das ist, geht vor allen Dingen um den unteren, ne, Bereich. Der obere ist erstmal, wo du dein Geld bekommst. Ich speichere gerade mal das Bild noch für den Podcast, damit gewisse Leute sich hier im Chat nicht mehr darüber pikieren können, dass ich keine Bilder in Video einbaue. Wer würde das denn tun? Niemand. Muss ja ein ziemlich Kleinkaräter sein. Niemand. Hat Malaschim sich daneben benommen? Der geht erstmal in die stille Ecke. Auf die stille wo stehen Treppe. Denn meine Kameraden quasi? Ihr kriegt ein stilles Zimmer. Du und Düse, ja, ich bin zickig. Mimimi. Also, um mal Dellinger zu antworten. Liebe ich euch. Der Einzige ist, der hier was vorantreiben will. Es macht sehr viel Spaß, ihn einfach davon abzuhalten zu sprechen. Düs, du hast noch nie Flummi gekickt, aber es ist bei ihr immer am nötigsten. Jetzt mal ernst im Ernst, was ist denn eigentlich überhaupt los? Ja, aber niemand legt sich mit Flummi an. Flummi, jetzt sag mir mal ganz ehrlich, was spricht denn bitte dafür, dass ich dich kicken werde? Also ganz ehrlich. Überhaupt gar nichts, ich hab Brüste. Und das war's, oder was? Bin einfach... User in your channel was... Jawohl. Das muss sehr jetzt gut. sein. Das finde ich bin dir so dankbar. Zurück, bitte. Hol sie zurück, Prost. Bitte. Die soll ich Prost. Zurückholen. Prost, Dinger. So, pass auf, ich mal die anderen ein, nachdem du dich positioniert hast. Ich kann dir nur sagen, dass der Troll da oben ist, wo jetzt das T ist, weil der aufpasst, dass von oben kein Besucher reinkommt, der nicht so. Das nennst du ein T? Bitte, Expressionismus? Okay. Du weißt schon, dass du auch Text schreiben kannst, theoretisch. Das könnte ich tun, aber das werde ich nicht. Wieso bin ich jetzt zweimal drin? Ah ja. Kannst du dich bitte in Flummi umbenennen? Das macht mir Angst, wenn da Trollballerina 1 steht. Sehr schön. Copy-Klon. Das wäre echt. So, mal dich mal bitte ein, Kabi. Ja, die kommen auch runter, ganz definitiv, ja, ne? Ja, das wurde dir so gesagt. An die Säule gelehnt. Moment, wer ist denn Kaban hier? Kaban ist rot. Das rote Krötchen. Genau. So. Nein, ist eine Waffe. Also, jetzt geht's los, genau. Es passiert das Folgende. Dam, dam, dam. Flummi! Also Jojo, die war ja die erste, so 13:30. Das ist ein... Wie pünktlich ist Jojo denn? Das ist das einzige Mal, wo es wirklich drauf ankommt. Jojo ist pünktlich. Die ist ein paar Minuten zu früh. Das ist ausgezeichnet. Pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wie Flummi, immer. Jojo, du... Kann sie da mit dem Zug hinfahren? Ja, mit dieser Monorail, die da so neu ist. Das funktioniert ziemlich gut. Ja. Das geht schneller, als wenn du die U-Bahn nimmst, die tatsächlich dahin fährt. Das ist... Durch was für Gebiete muss ich durch? Na, ist eigentlich egal. Knarre kann ich mitnehmen. Narrengebiete, aber keine Schrotflintengebiete.
Dann kommt halt die Knarre mit. Judy. Hallo, Zastava. Du hast wieder eine Zastava? Benenn dich bitte erstmal um. Ich kann das wirklich nicht sehen. Das ist ganz furchtbar. Wieso? Es sieht doch super aus. Das irritiert mich total. So, also du kommst runter quasi. Ne? Hast Karte im Fiddler habe ich jetzt geändert. Ja, ich hab's gesehen. Sehr schön. Bin da. Das O markiert einen Ork, der irgendwie gerade einen neben der Rolltreppe so einen Automaten für Soykaf, sagen wir mal, aufbricht. Relativ schäbig angezogen. Guck dich nur kurz an. Vielleicht bist da jemand von der U-Bahn-Sicherheit. Ah, schön. Schieß ihm ins Gesicht! Da hinten schläft ein Troll unter Teilen von Verkleidung des Tickethäuschens, die er runtergerissen hat. Vor allem so AR-Tapete und sowas funktioniert wohl ganz gut und so chillt quasi hart. Genau, und du gehst dann sicherlich die Rolltreppe unten auf den Bahnsteig, wo O ist auch ein Ork, der da rumsteht und ein Zwerg. Kaban, siehst du nicht gleich. Kaban! Also, pass auf, du kriegst über die Comic-Verbindung. Kriegst du dann ein Video von der Zielperson der ersten, die da jetzt runtergeschiefelt kommt, und es ist Jojo. Yay, Loyalitätskonflikt. Ja. Echt? So. Wiegelt der uns gerade gegeneinander auf? Du hast einen Auftrag gekriegt, um Jojo zu ficken. Geil. Und dann noch Billy oder so. Nein, Billy doch nicht. Aha. Okay, ich hatte sowas befürchtet. Mal kurz, Moment. Also, Kaban natürlich nicht. Warte mal, ganz kurz, bei mir hat es gerade geklopft. Ich glaube, hier ist jemand unter Hopf draußen. Oh mein Gott. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, das ist nur eine Ausrede. Jetzt haut Flummi den Trolli wieder so wahrscheinlich arg, von seinem Plan ablässt. Weißt du? Deli hier, ich sag mal, Prost, mein Beste. Ja, Prost. Bevor wir hier unterhopft sind. Ja, richtig. Na, wieso unterhopft? Ich bin unterweint höchstens. Ja, gut. Unterweint. Prost. Prost. Legge. Jo. Ah, so ein guter. Was hab ich denn da eigentlich für einen Wein? Warte mal. Ein Rode, das fällt jetzt auf, dass der rot ist. Das war. Entschuldigung. Direkt aus der Flasche getrunken. Nachzudenken. Ja, natürlich, also. Direkt aus der Flasche, Mann. Was soll denn die Scheiße hier? Ja, wenn es dir jetzt erst auffällt, dass der rot ist. Nee, ich hab ein Glas. Ich hab ein schönes Glas. Ja, sorry, Trolle, bitte. Ja, ich warte noch kurz, ob jemand irgendwas machen will. Also von wann sehe ich denn die Aufnahme, dass das meine Bekannte ist, quasi? Seitdem sie quasi, wann ist die zuerst zu sehen, so ungefähr? Also beim Troll zu sehen ist quasi, vom Troll zu sehen ist. Ich glaube hier, ab hier siehst du das so, und dann muss sie ja noch hier außenrum, also schon relativ zeitig. Na, warum geht sie nicht die erste Treppe runter, ist die Frage. Weil dann so eine Glaswand ist? Hä? Da kannst du doch runtergehen. Wo? Na, da, wo deswegen habe ich mich da es gibt ja immer eine Rolltreppe und eine Lauftreppe. Ja, und dort, ich zeige es nochmal ein, und dort sind jeweils die Rolltreppen. Ach, da ist auch noch eine. Okay, dann muss sie immer noch da runter. Die muss ja außen um das, die schwingt sich doch jetzt nicht übers Glas. Oder? Hä? Da kannst du doch ganz normal durch. Wieso, da ist doch Glas. Wo ist Glas? Doch, pass auf, du musst hier auf jeden Fall durch, weil das früher mal war fürs Ticket. Verstehst du, wo du das gekauft hast? Das heißt, hier musst du auf jeden Fall vorbei am Troll und dann kannst du hier die Treppe runtergehen, das sehe ich ein. Gut. Ja, das ist halt so die Frage, welche Treppe sie nimmt. Das wahrscheinlich ist so die erste, weil es nur hieß Bahnsteig. Die bei dir, aber du siehst sie halt schon echt ein bisschen eher. Okay, wenn, dann bin ich erstmal im Moment geschockt und muss erstmal über ein Momentchen überlegen, weil, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Konnte ja auch keiner mitrechnen. Richtig. Jojo geht die Treppe runter. Ja, du kriegst. Kriegst du eine Nachricht? Nein, du kriegst keine Nachricht. Gut. Sobald du mich siehst, siehst du ein bisschen Panik in den Augen und einen Kopf schütteln, quasi. Gut, mach mal bitte beide eine Intrea-Probe gegen 3. Eine was? Intuition und Reaktion. Achso, du kriegst plus 6 mal, Dellinger. Also, das kriegst du heute echt nicht auf die Reihe. Die Flummi. Abbruch. 2 Erfolge von Flummi mit SL7. Und der Deli? Der will nicht. Der hat Angst. Oh, 8 Alter, Erfolge. Alter. Mit 13 Würfeln haut der 8 Erfolge raus. Du bist ja aber auch eine geile Sau, ey. Ja, manchmal, ne? Also, wie mache ich denn das? Er geht zurück in der Zeit und tötet Flummi, bevor sie geboren wird.
Das klingt vernünftig. Mhm. Also, während du das Gefühl hast, in den nächsten Sekunden für dich fühlt es sich wie Stunden an, könnte der Troll das Signal geben, sie mal kurz auszuschalten, hast du quasi noch Zeit, dir die Nägel zu lackieren und zu feilen. Du könntest dazu sogar noch zu Billy in den Shop gehen, den es nicht mehr gibt. Das heißt, du könntest den wieder aufbauen, Billy Bescheid sagen, dir dann die Nägel machen. Also du bist quasi... Den ne? Shop gibt's er. Noch, du Spacki. Die macht's doch bei Walli jetzt. Okay. Mann, ich musste das doch irgendwie erklären. Also du hast echt Zeit, richtig viel zu machen. Aber es wird gleich losgehen, ob du mitmachst oder nicht. Ja. Ich gehe die Treppe, also ich gehe auf Flummi zu. Auf Jojo? Ja, auf Jojo zu. Freie Hand auf Jojo zugehen. Ja, Jojo, du siehst, ich habe eine Maschinenpistole hinterm Rücken. Ich ziehe meine Pistole und drücke sie dir in die Hand. Also, ne, ich bewege sie so, dass du die Pistole in die Hand nehmen könntest. Okay. Wie ist dein Gesichtsausdruck? Doch, vorhin sahst du schon panisch aus. Ja, wir müssen hier raus. Kriegst du dann auch. Vorsicht. Yay! Ich restarte meinen Comlink. Das darfst du sogar noch vorher machen. Was, wer bist du denn? Ja, sorry, aber... Wieso? Ich verstehe jetzt gar nicht, warum du so panisch... Weil die gerade zum Schweifchen auf meinen Comlink hatten. Ich möchte gerne ein Edge benutzen. Wofür? Für drei Würfel. Ja, okay. Dir ist bewusst, da du die Überraschungsprobe nicht geschafft hast, dass du nicht ausweichen kannst. Dann kann ich es auch lassen. Du könntest auch ein Edge ausgeben, kannst ausweichen. Aber deine Inni ist auf jeden Fall um 10 reduziert, das kann ich dir schon mal versprechen. Was würfelst du denn die ganze Zeit hier, Alter? Alter Verwalter. Sind die Inni-Farben die anderen? Vier Stück, vier Leute. Na, soll ich für Kaba mitwürfeln? Nee, dann sind es ja 5. Naja, so. 4. Du hast es gesagt, Billy, was willst du? Ah! Was kann ich denn tun? Wie geht denn das jetzt nicht? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was? Ich habe Billy gesagt. Tut mir leid, du hast leider weniger Spaß, weil du die zweite warst. Das ist für damals für die Milz-Sache. Diesmal ist Jojo die erste, weißt du? Ach ja. Naja. Null Erfolge, ja. Flummi. Eine 3 hast du. Ja, das heißt, ich habe eine Inni von 10. Minus 10. Die minus 10 ist also 0. Ja. Das klingt vernünftig. Gut, dass Carbon dir die Maschinenpistole gegeben hat. Was hat Carbon? Nein, ich habe die Pistole. Ich habe die Pistole gezogen und ich habe die Maschinenpistole noch in der Hand. Achso, okay. Hat er gesagt. Da habe ich misheard. Was hast du so anzubieten? Was? Wie? Inni. Dann eh nichts machen. Achso, ich habe dann quasi 15 wäre die Inni. Junge, es rastet aber aus. Carbon, du bist der Erste. Habe ich jetzt immer minus 10? Nee, nur beim ersten Mal. Nur bei in der ersten Kampfrunde, genau. Ja. Sehe ich, dass die Leute, die sind ja relativ weit weg. Also ich bin ja schon Richtung Treppe hochgegangen und würde Jojo mit mir ziehen. Na, was genau? Auf der Treppe siehst du natürlich relativ wenig. Du hast ein bisschen Ausblick auf den oberen Ork, der ist dabei, seine Waffe zu ziehen. In Slow. Scheiße. Weißt du, dass es so echt fies ist? Weil ich würde echt gerne Sachen wissen. Ja, Du darfst an der Stelle auch gerne sagen, ich hasse die Spielleiter. Ich hasse dich. Ja, das nee, ist, das ist normaler Verhalten. Ich bin ja ein sehr netter Mensch. Ich hasse ja keine Menschen, aber ich hasse dich. Trolli ist kein Mensch. Okay. Das macht das Ganze einfach. Ja, dann würde ich auf den ehemaligen Kollegen anlegen und ihm aus dem Leben schießen, hoffentlich. Na dann, warte mal, Entfernung könnte echt eine Rolle spielen, sag ich mal. Nächste Entfernung minus 1. Auch durch Sichtvergrößerung? So, na dann hast du halt eine einfache Handlung anvisieren und hast noch eine einfache Handlung zur Verfügung. Ah, na gut. Dann ist das wahrscheinlich. Ist das besser, den alles anzuvisieren? Oder gleich eine komplexe Handlung und dem eine Salve zu verpassen? Ich verpasse ihm eine Salve. Fragen über Fragen. Ja. Obwohl er wird wahrscheinlich überrascht sein von mir.
Eher so Mittel. Das! Ha! Marschim, guck mal hier, super, Mann, dass hier wir geneigte Zuhörer haben. Der hat ihn eingeladen, das kann wohl nicht wahr sein. Okay, du hast Malaschim unterhält. Perfekt. Ja, super. Aber dann ist es nur eine Kategorie weniger, dann kriegst du jetzt nämlich plus minus 0. Ja? Genau, plus minus 0. Reicht mir völlig. Fuck you. Dann kriegt der junge Mann 3 Erfolge in die Fresse. Nee, das war zu früh gewürfelt. Na, was willst du überhaupt schießen? So, genau, das ist so erstmal so die Frage, was ich denn überhaupt schießen möchte, weil ich bin gerade ein bisschen irritiert von mir. Enge Salve, mehr Schaden, weite Salve kann ich ausweichen. Es gibt bei mir noch keine engen Salven, ich hasse das Running Gun in der Beziehung. Oh, ach so, gut. Okay, dann ist ja gar keine Frage. Dann gibt's natürlich eine, ach so, ja, das ist doch die Frage, wie lang, wie viel Rückstoßkompensation und wie viel Schuss und so, ja. Ja, genau. Ich würde eine lange Salve nehmen. Wie viel Rückschuss hat nochmal eine lange Salve? 5. Und wie viel kriege ich für meine Stärke wieder? Durch 8 Stärke? Wie viel war das? Puh, extrem viel, glaube ich. Mhm. Aber durch 3, glaube ich, aufgerundet. Also 3. Plus den einen, ja genau. Also hast du auch irgendwas drin noch oder nicht? Nee, das habe ich noch nicht drin. Okay, na dann offenbar 3. Und dann. Ah doch, der hat sowieso automatisch einen drin, fällt mir so auf. Ja, dann nehme ich natürlich eine lange Salve. Lass knacken. Was hast du für ein PB? Gar kein PB. Aber dadurch, da die Gel hat, gibt das doch plus 1, oder? Nee, ich glaube, der Schaden ist eins weniger. Achso, soll ich das nachgucken oder was? Nee, das muss nicht. Dann würfel er doch. SR7, ein Erfolg. Ein Erfolg? Ich habe eine Chance auszuweichen. Ja, hast du. Und was hat er? Ein Erfolg. Scheiße. Ja, ich war am überlegen, ob ich etche, aber. Ja. Also der Ork hat ja Teildeckung und geht quasi hinter diesem Fahrstuhl so in Deckung, dass das Gel gegen die Scheibe klatscht. Du hast sogar einen Sprung in der Scheibe hinterlassen. Yay! Schön, so, und der Ork ist sogar als nächstes dran, das ist aber sehr gemütlich. Die haben ja zum Glück auch nur Gel geladen, glaube ich. Ja. So, pass auf. Du darfst ausweichen. 3 Erfolge vom Spielleiter mit SR6. Vielen Dank, das ist wie so ein Sportkommentator. Und da spielt er den langen Pass. So, das ist Reaktion und Intuition. Richtig. Und er schießt eine lange Salve oder schießt er? Der schießt einen Einzelschuss. Ne? Der will es halt nicht übertreiben. Und ein Erfolg. Das heißt, 2. Junge, ich glaube, da kommt jetzt der Schadenswiderstand ins Spiel. 2 kommen durch. Damit kann ich um. Das denkst du. Oh. Das war blöd, dass ich meine Sprechtaste auf Alt gelegt habe, kriege ich ständig puppt dir die ganze Zeit irgendwelche Menüs auf. Das ist echt nervig. Kontrolltaste ist best. Ach, fuck you. Danke. DK plus 1 war das, ne? Also sprich, habe ich auch noch einen Bonuswürfel? Oder ja, durch seine Waffe nicht? Ja. Die Antwort noch lautet 2 Bonuswürfel wegen Teildeckung, das hat Polly vorhin gesagt. Beim Ausweichen. Ja. Ja, die habe ich ja nicht mitgewürfelt. Ja, stimmt, scheiße, ja. Das habe ich dann selber vergessen. Ich bin schon eine Nummer weiter. Alkohol. Piu, 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 piu. Puh, Action. Oh, 7 Erfolge vom Dellinger mit SR22. Ey, leck mich doch fett. Ja, sorry, das ist ein Panzertroll. Ork. Er hat Troll gesagt. Hast du 21 Würfel auf Schadenswiderstand? Ja, Knochen plus Panzerweste plus Konsti. Ah ja, du warst ja dieser Ork. Stimmt, das war das Problem. Gut, also der schießt dich, aber ich glaube, der kann nicht getroffen haben, weil du nichts gemerkt hast. Ah, perfekt. So Idiot. Muss das hier gewesen sein. So, du hörst, wie hinten der Zwerg zu der Rolltreppe rennt. Also, ne? Unten quasi hier lang. Und shit. Oh ja, Troll. Flummi, du darfst jetzt mal ausweichen. Ach, du darfst nicht ausweichen, schön. Stimmt. Ich darf nicht ausweichen. Ja, eine Straße. Oder hattest du einen Edge ausgegeben? Nein. Du bist ja blöde. Entschuldigung, musste sein. Weil es mir effektiv nichts gebracht hätte. Doch, du hättest ausweichen dürfen.
Stimmt. Naja, Pech. Ein Erfolg. So, dann machen wir bitte Schadenswiderstand und ich bin echt netter und deswegen kriegst du auch plus 1 PB. Dim, 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 dim. Fresser! Vier Erfolge, leck mich fett. Sehr gut. Also, Flummi, von hinten kriegst du irgendeine, weiß ich nicht, eine monströse Alex-Schelle in den Rücken, stürzt so halb in Kaban rein, das Genital, Quatsch, das Genital, Entschuldigung. Ich hatte auch schon hier gerade. Freut hat sich Stadt kurz umgedreht. Nein. Ey, ich bin Kaban in die Reihe gefallen. Das ist irgendwie. Ich weiß Kaban. Nicht, wie du aufgeklärt wurdest, aber ja. Nein, du hast deine Pubäckchen quasi im Gesicht plötzlich. Du weißt nicht, wie das kommt, aber dein Rücken tut ganz schön harte weh. Moment, aua, hat aua. Kaban gerade Flummi geteabaggt? Ich habe sie geteabaggt quasi. In Kaban. Geil. Passives Teabagging, jetzt auch für dich. Nee, das war forced Teabagging. Ja, von nichts kommt nichts. So, und ihr hört, wie unten auch sich der Ork bewegt. Kaban ist ja nochmal dran, habe ich gehört. Ja. Ich würde noch einmal auf den. Also, der Zwerg steht jetzt hinter uns quasi. Der brauchen weichen Zwerge, haben so ein paar Probleme. Achso, der Troll hat geschossen. Ja, der Troll hat geschossen. So von schräg oben. Ah, okay. Oder, ach nee, der ist da rumgerannt. Dann steht der Troll wahrscheinlich jetzt vor mir. Wahrscheinlich relativ nah, hä? Nee, der Troll steht noch da, wo er eingezeichnet ist. Die ganzen gelben Dinger sind ein bisschen von Jojo noch. Ach so, bloß der okay. Ist halt relativ groß und kann deswegen einen Winkel genießen, wenn er aufsteht. Verstehst du? Ja, scheiße. Ich hasse solche Trolle. Verdammte Trolle, scheiß Meters. Die Augen. Die Augen sind bei Trollen. Genau, die sind nicht gepanzert. Super. Wieso? Ins Genital, Alter. So auch da hat der Panzer schon. Schlaues hat der einen Sackschutz. Ja, ich schnapp mir nochmal den Ork, quasi. Der hat höchstens Schamhaarschuppen, aber keine Panzerschuppen, alle. Nee. Sauerkirschen, nee. Sagt er. Nee. Was? Was sagst du denn? Nee. Problem ist, Langsam wird's mit dem Rückstoß kompliziert, ja. Ja, richtig, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ich muss erstmal zielen auf den Ork. Und werde ihn mir dann vorknöpfen. Aber dann kannst du nur noch eine kurze Salve hier 3 Schuss machen, ne? Ist dir klar? Ja. Gut. Aber dann kriege ich auch keinen Rückstoß. Das missfällt mir. Mir nicht. Arschkind. Durchs Zielen kriege ich da direkt schon Boni oder? Plus 1. Ich liebe das. 2 Erfolge. Von mir. Ja, von ihm. Ich muss gerade nur mal wieder meine Boni zusammensuchen. Ja, Entschuldigung. Nicht, dass ich irgendwas Falsches nehme. Nicht, dass ich hier in der Dingsbums verrutsche. Es tut mir ja auch leid. Ich verzeih dir. Tut's dir nicht. Nee, tu es mir wirklich nicht. Da hast du recht. Prost. Mann, bei euch scheppert's ganz schön. Prost. 5 Erfolge. SR7, 5 Erfolge, du bist echt eine Bitch. Wieso ist SR7? Wieso habe ich das schon wieder gemacht? Na, ich weiß nicht, SR7 hast du geschrieben. Ich hätte eigentlich 2 Würfel mehr haben müssen. Darfst nochmal 2 Würfel nachwürfeln. Sag mal, Dys, hast du dich in Trolli Ballerina 1 jetzt genannt, ja? Ist das jetzt irgendwie deine Agenda für heute? Ich muss ja sonst irgendwie hier. Okay, das. Ich weiß, das sind 5 Erfolge. Zählt nicht. Das zählt zum Glück nicht. Ist kein kritischer Patzer. Ich weiß das doch. Chillt mal. Ich beruhige doch nur Dilly. Ja, es war Panik. So, ich sehe bei den ganzen Würfen nicht durch. Ich würfel jetzt für mich, ist eh viel cooler. Vor allem jetzt habe ich dieses geheime Würfelfenster und ich glaube, jetzt wird das irgendwie zu Dys oder Flummi transferiert, weil die sich in mich umbenannt haben. Das ist nicht nett. Soll ich denn jetzt bescheißen? Kannst du mir das mal erklären? Ist okay. Wir spielen doch nur für dich den Lieblingsritt. Guck mal, ich habe gesehen, was er gewürfelt hat. Hast du? Also, wie viel Schaden möchtest du gerne machen? Das ist ziemlich ekelhaft. Wie viel Schaden? Ja, so viel wie geht. Rechne doch bitte mal. Kannst du nicht, ich komme da aus dem Osten. Wie viel Schaden willst du denn machen? Alle! Genau, alle Schaden. Wenn ich einen Fall mache, reicht's mir für heute. Die Waffe macht 7k, mit G wären das dann 7g. Plus Erfolge. Was waren es, 3 Netto-Erfolge? Nee, 2 Netto-Erfolge. Plus, oder? Ja doch, du hast es ja weiterleiten. Gut.
Also, den Ork pfeffert es ein wenig nach hinten, aber er steht noch recht solide auf seinem Hinterlauf quasi. Ich weiß, dass ich am liebsten nochmal hinterher schießen, aber. Tja, das ist natürlich echt schade. Yep. So, Flummi darf nochmal. Hey, wie viel? Wir machen jetzt einfach deine Ini von vorhin. Das machen wir jetzt nicht so kompliziert. Nee, ich will neu würfeln. Wieso? Du kriegst ja keine minus 10 Abzug. Wie viel hattest du dann? 10. 10. Ja, und 10 reicht ja nicht, oder wie sieht das aus? Nee. Pff, würfel nach. Wenn du jetzt keine Ins kriegst, du dann. Aber... ich glaube, Kaban ist ganz zufrieden, der hat bestimmt seine 15. Nein, nein. So, wie viel Ini hast du jetzt? 8, ne? 10. 8, ah ja, ich 10. verstehe. 8, ne, das kannst du kriegen. Und ein Edge. Ist uns gerade mal aufgefallen, dass ich das mal wieder auf SF4 gewürfelt habe. Wieso? Was? Die Indie von gerade eben. Ich habe natürlich alle meine Würfel zusammengezählt und wieder SF4-mäßig gewürfelt. Aber es ist niemand aufgefallen. Kann mich nicht um alles kümmern. So ein Cheater hier, ey. Alter, der Junge. Kannst mal eine neue Indie würfeln, habe ich gehört. Ja, eben. Das ist, meine ich ja. Also es ist, Dass du dann erstmal auf 15 kommst, ist trotzdem nicht schlecht, sage ich mal. Also das ist, Ja. 1W6. Wir haben es ja so gesagt, mit 13 Würfeln kommt er auf so 4 Erfolgen. Das... Ja, jetzt wo du es sagst, man hätte es bemerken können. Als Spieler. Ja, richtig. Aber man muss ja nicht. Aber schön, dass jedenfalls eine von uns das alle richtig macht. Mal das schieben. Ich möchte bitte neu würfeln. Ja. Du! Nein. Du kannst jetzt aber echt mal. Verdammt. Das ist auch nicht viel besser. 2. 2. Na, ich kenne dein Indie ja nicht auswendig. Das ist so 2 plus 7. Ah ja. 9. Oh, sind wir beide gut? Mensch, ihr seid ja voll fit. Ja, Björn, du wolltest ja nochmal nachwürfeln, also. Was du erwartet hast, wenn du würfelst, denkst du, es wird besser? Ich möchte Edge. Ich habe. Du willst Edge benutzen, ja? Ja, was bringt mir das jetzt noch? Na, du könntest 4W6 für eine Kampfrunde, glaube ich, würfeln. Ja, yep, finde ich deiner super. Ini, aber leider hast du jetzt schon Edge Ini gewürfelt. Also ist das, bringt es mir du könntest ein Edge ausgeben, um als erster dran zu sein, obwohl du nur Ini 8 hast. Weißt du, das was bringt? Ja, stimmt. Das bringt mir was. Wenn du das sagst, dann hast du jetzt ein Edge weniger. Da freue ich mich natürlich. Also du bist die Erste. Ich bin die Allererste, das ist gut. Jawohl. Ich habe ja eine Knarre in der Hand. Was hat was für Boni, nicht Boni? Wie sieht denn die Knarre aus? Was habe ich denn davon? Das ist eine richtig schöne Sestava. Ist gut, aber hat die irgendwas drin? Die hat definitiv normale Munition drin. Ja. Und, das war noch nicht abgemacht. Sonst hat die quasi nur ein Smartling. Also, die hat einen Smartling, wenn du willst. Und einen Schalldämpfer. Aber den Schalldämpfer ist nicht drauf. Smartlink hat Jojo nämlich nicht mitgenommen. Wobei, doch, könnte sogar sein. Ja, aber das hast du nämlich nicht, eins. Aber ich hab's nicht eingestellt. Comlink und so. Ja, ja. Also. Ich seh's ja ein. Das ist schön. Wie erreichbar ist der Ork? Wie erreichbar ist der Troll? Wen erwische ich zuerst? Also, als du dich beflügelt von dem Odem Kabans Poppes frisch ans Kampfwerk machst, du bist jetzt quasi dadurch, also der muss irgendwie Jazz scheißen oder so, du bist nämlich die schnellste von allen. Du kannst an Kaban vorbeischießen, der ist quasi deine Deckung. Das ist ganz gut, da kriegst du aber leider minus 1, weil er halt deine Deckung ist. Du könntest den Ork, der hat quasi auch ein bisschen Deckung, aber der so Troll. Oberkörper, den Troll kannst du treffen, der hat einen Oberkörper quasi frei. Ansonsten, der Zwerg ist noch nicht in Schusslinie. Der unten angerannt kommt. Wo du gerade Drogen erwähnst, das ist ein sauter Plan. Dammit! Danke. So, wenn Drogen, ich jetzt sage, ich würfle, Moment, der Troll kann aber auch relativ gut ausweichen, vermutlich. Hast du schon mal einen Troll gesehen, der gut ausweichen kann? Nee, eigentlich nicht. Troll, aber doch, Zappel. Zählt nicht. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich will dem Troll gezielt auf den Kopf oder irgendwie was weil irgendwo hinschießen, wo die arme Sau einfach mal wenig Panzerung hat. Würfelt er das trotzdem? Dann lache ich dich aus, weil du dann minus 1000 kriegst. Ja, leider muss ich da einfach ganz normal drauf schießen. Das ist sehr schade. Aber ich kann wenigstens... Moment, kann ich jetzt zweimal schießen? Es geht nicht mehr, ne? Man kann nur noch einmal schießen. Ja. Aber ich kann nur kurze Salve schießen, ne? Ja. Dann kriegt er mehr Schaden. Was hat denn das Ding für Rückstoßkompensation? Ich glaube, keine. Zestava hat keine, ne. Gut, dann kannst du einmal eine kurze Salve schießen ohne Rückstoß. Ich will wieder meine eigene Knarre.
Hab ich sogar dabei. Aber jetzt gerade ist es dumm, die rauszuholen. Gaba, nimm deinen Scheiß zurück. Ich nehme meine eigene, du Pizza. Gut, eine kurze Salve. Ab dafür. Jawohl. Nee. Erdstars. Mädchen. Ja. Unser Leben hängt davon ab. Null Erfolge. Null Erfolge, ja. Heute ist wieder so ein Tag. Der Folgetag, yay! Junge, 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 ich meine, der Troll, der ist ja nur 7 mal 7 Meter, und der bewegt sich nicht, aber den zu treffen ist echt dir geglückt. Applaus, Applaus. Das macht euch einen Spaß. Was wieder sarkastisch ist, der Drecksarsch, ey. Ja, ne? Macht's recht wieder unheimlich 9, viel Spaß. 9 KPB-1 war's, ne? Ja. Okay. Das ist die Rache für den Handwerk. Entschuldigung, aber ach, das ist, tut mir leid. Spoiler alle haben. Oh. Wo wolltest du dem Troll nochmal gezielt hinschießen? Na, du hast. In den Kopf war es, glaube ich, ne? Mhm. Achso, okay. Das hast du aber gut gemacht, sag ich mal. Also vielleicht spritzen Dinge. So hinten an die Wand. Das ist sehr schön. So hierhin quasi, also das ist hier so Trollgehirn. Ja, oh. Für dich? Kann die denn jetzt wieder dann einen Kopf bringen, die Alte? Komm mal bitte, das irritiert die. Die Alte hat auch mal ein Leben, die kann nicht ständig instant angerannt kommen, nur weil Jojo sich überlegt, heute könnte man doch jetzt lange frei. Eben, ist schon lange nicht was passiert. Es ist doch Weihnachten. Ja, weißt du? Weihnachten hat ja nichts Besseres zu tun, ey. Ja, dann Mischkonsum. Sitzt zu Hause, spielt Shadowrun und trinkt. Ja, wie gesagt, Mischkonsum. Also, du warst die erste Kaban. Ja, ich nehme mir wieder diesen blöden Ork. Magst du den nicht? Nein, der weicht mir immer aus. Oder lässt sich nicht vernünftig treffen. Zielen, schießen, übliches Problem. Diesmal, glaube ich, gleich mit Edge. Tue ich das gleich mit Edge. Und wie viel Schuss möchtest du gern in ihn eingleiten lassen? Das Übliche, so viel wie geht. Und wie viel Rückstoß hast du da jetzt inzwischen? Wenn ich ziele, gar keinen mehr. Du weißt, dass er sich aufsummiert, ne? Ja, allerdings, sobald ich eine freie Hand, sobald ich eine Handlung tue, die nicht das Zielen. Ja, fuck you. Deswegen sagte ich zielen, ja. Tut mir leid. So viel wie geht waren jetzt minus dann also wieder Kugeln quasi. Wieder 3 quasi, also wieder eine wieder kleine. 3, okay, gut, dann hat er ja noch. Da hat er eine Chance. Ja, das ist aber der dritte Angriff auf ihn, das heißt, ach nee, der konnte zwischen euch handeln, okay. Genau. Jetzt muss ich allerdings nochmal gucken, wie viele Würfel hatte ich nochmal? Ich verwirre mich jedes Mal wieder selbst. So viel du wie du magst. Durchziehen sind es, genau. Edge hat sich wieder aufgefüllt, dann nehme ich das. Jo. Wir sind ja in der neuen Episode. Sehr gut. Du willst Edge benutzen, was? Ja, bitte. Edge. Okay, gut, dann mach das gerne, ich werde hier gerade wieder verprügelt. Du hast dir ja getan. Und mit was? Mit Recht. Recht, genau. Fuck you. Genau, musst du da mal abziehen. Bam. 7 Erfolge. Ah nee, warte mal. Edge nachwürfeln ist aber dann. Macht das automatisch, ja, oder? Macht aber kein Limit weg, oder? Mal erschienen? Doch, macht doch. Limit. Edge macht Limit weg, aber Limit ist E5. Macht Limit weg. Gibt ein Limit. Was ist dein Limit? What? Nein. Ich habe das automatisch mitgewürfelt. Ach so, das war SRE. Ah, fuck. Nee, ach, oh, nee, SRE. Es war gar nicht SRE. Oh, warte. Warte mal, ich habe jetzt verwirrt. Deine beiden Sechsen nach. Ich habe SRE vergessen, tut mir doch leid. Aber wieso hast du zwei? Lieber Zuhörer. Ach, das war Flummi, ah. Lieber ich sehe durch Düss, hör auf, die gegen mich aufzuhetzen. Trinken, währenddem du Shadowrun am Computer spielst, ist nicht gut. Du genau, siehst das und Beispiel an uns. Und das Problem ist, wir haben das ja auch schon letzte Ewigkeit nicht mehr gemacht. Wir sind jetzt völlig raus. 2 Wochen. Groß übrigens. Als ob wir drin Groß gewesen wären, echt jetzt mal. Dieb und dicht und so. So. Hast du 8 Erfolge, ja? Ja. Ohne Limit. In deine Möse. Ich hab einen. So, was sagst du denn jetzt? Wie viel soll das dann werden? Wie viel Schaden? Jörg ist tot! 7K, also 7G plus Erfolge. Also 14G. Le Orkle Mord, Le Orkle Mord. Ich hab das gerade akustisch nicht ganz verstanden. Wie viel G? 14, siehst du, der kriegt nur. Na gut, 7 kriegt er noch. Das ist natürlich ungünstig. Aua. Dann also, wird ihm wahrscheinlich seine Konzi übersprungen. Leider die Rolltreppe, ja, das greift ja dann Dings ja über. Da fällt die Rolltreppe rückwärts nach unten. Das ist nicht so schönes.
Stimmt, da hat es mir getan. Auch gar nicht so doll leid. Auf den Zwerg, der gerade die Rolltreppe hochgerannt ist. Der Zwerg ist die Rolltreppe hinter dir hochgerannt. Der andere Ork Richtig. Von unten rennt die Rolltreppe hoch. Und nein, er fällt nicht auf den anderen Ork. Schade. Er fällt nicht auf den anderen Ork, du blöde Kuh. Jutti, aber die wollen ja auch noch was machen. Also der Zwerg, wo du gerade sprichst, du Trollmörderin. Der ist inzwischen ja auch da und darf auch mal auf dich schießen und... Au. Das macht er auch. Oh oh. Du darfst schon mal ausweichen und du hast schon wieder was gemacht, also bekommst du minus 2 auf deinen Ausweichenwurf. Und natürlich Aua. Deinen Schaden. Hey, ich bin die Deckung, wie war das? Na, aber Richtig. Nicht von hinten. Achso, gut. Moment, er hat die gerade geteabagged, da gibt's keinen hinten. Ja, sie hat sich ja wieder rausgewunden, deswegen war sie ja so fix. Flummi hat 4 Würfel gewürfelt und hat 2 Erfolge. Schön. 4 Erfolge vom Spielleiter mit SR7 Aua. Hinterher. Los, Schadenswiderstand, PB plus 1. Gönn dir, läuft bei dir. Wie lange braucht die immer zum Tippen, ey? Die fragt mich jedes Mal, wie viele Würfel sie auf Schadenswiderstand hat, obwohl sie... 7 Erfolge, Baby. Sie kennt jeden Charakter wohl komplett auswendig, aber ihren eigenen Schadensgut, ne? Die ist schon traurig. Kommt selten dazu, Schaden zu würfeln. 7 Erfolge, Baby. Ja, war nicht schlecht. Also, du versuchst noch irgendwie mehr schlecht als recht irgendwohin. Ausweichen geht halt nicht. Und kriegst das Ding ans Bein und es tut trotzdem ziemlich weh. Und du hast halt jetzt trotzdem minus 2, du blöde Kuh. Was ist... Wieso? Könnt ihr nicht rechnen, oder was? 9 minus 7 ist doch 2, oder was? 7 Erfolge, Baby. Ja, die ist nicht tot, deswegen bist du traurig. Nee, tot ist sie nicht. Das ist richtig, aber das kriegt man vielleicht noch hin. So, auf der anderen Seite, der Ork ist noch nicht ganz hochmarschiert. So, wollt ihr die Ini behalten oder wollt ihr neu würfeln? Ich will neu würfeln, das kann nicht schlechter werden. Du willst neu würfeln und dir deine minus 2 von der Ini abziehen wegen deinem Schaden. Okay, los geht's. Ja, ich überlege gerade, ob ich, wir haben noch 2 Opponenten. Es kann doch schlechter werden, ne? Naja. Flummi hat 2 Erfolge. Hätte ich mir ja auch so abziehen müssen, die Ini von Dings. Deswegen ist das so im Grunde genommen noch besser als vorher. Will ich denn neu würfeln? Nee, die hätte es nicht abziehen müssen. Er hat gesagt, kannst du behalten. Nur vom Wurf muss es abziehen. Was würfelt denn jetzt der andere wieder, der Esser? Ah ja, okay, stehen noch 2 Typen. Oh. Das war gut. Ja, du, ne? Läuft bei mir. Was hast du jetzt insgesamt so? 2 sind. Ich hab 9. 9. Flummi hat 8. 7. Was hast du? 7. Jutti. Ist langsamer als ein Zwerg. Schämst du dich wenigstens? Ja, der hat ja auch noch deine Trollschelle im Rücken. Ja. So, wir machen jetzt mal das einzig Vernünftige. Weißt du, wie toll das ist, wenn ihr jemand voll irgendwie, wenn ihr seid ihr mal so richtig schön auf den Rücken geknallt und habt erstmal keine Luft gekriegt? Das ist anstrengend. Ich bin mal beim Snowboarden auf die Titten geflogen, so richtig heftig. Habt ihr mal mit irgendeinem schweren, sehr großen Objekt am Zwerchfell den Boden quasi frontal touchiert? Das ist auch Da hast du eine ganze Weile Spaß. Wer auch Spaß hat, ist, und ich liebe diese Überleitung, der gute alte Kaban und die gute alte Jojo. Denn der Ork, der jetzt auf der anderen Seite hochmarschiert, ist A, der Erste, B hat die Maschinenpistole, C hat die Automatikmodus, also Vollautomatik, was heißt, wie heißt es gleich? Hier, Sperrfeuer, habe ich gehört, ist der Plan. Ihr könnt euch gerne zu Boden werfen. Was auf eine Rolltreppe? Wisst ihr, was da müsste man vielleicht nochmal free vorwürfeln. Oder ihr könnt versuchen, einfach den Schaden wegzutanken. Kaban kann das versuchen. Jojo kann, glaube ich, echt nur, also die kann nur verlieren. Freefall klingt super, Jojo. Hast du Freefall, oder? Hast du doch. Jawohl. SR7, der Spieler, der würfelt SR7, hat 4 Erfolge. Das Gute ist, es ist die Trolltrefferin nach unten, das heißt, sie bringt uns da gleich aus der Schusslinie. Das ist ein Traum. Ja, ich überlege gerade ernsthaft, diese scheiß Treppe runterzufallen, aber das bringt nichts. Ja, also jeder, der jetzt nicht vorhat, die Treppe runterzufallen, mehr oder weniger akrobatisch, muss halt einfach den Schaden der Waffe wegtanken. So. Das reicht ja auch, wenn ich mich aus dem Gebiet raus manövriere, richtig? Was im Wesentlichen heißt, dich flach auf die Treppe schmeißen. Oder wie willst du das sonst machen? Wenn du einen tollen Einfall hast, bin ich für alles offen. Na, quasi 3-4 Schritte rückwärts. Auf der Treppe. Auf der Treppe rückwärts, die ja sowieso nach unten führt.
Also dann bewegt die Treppe mich herunter und ich mich ja selber auch. Das geht bestimmt. Wenn da nicht so ein Flummi-Ding auf dem Boden liegt. Ich wollte gerade sagen, 3-4 Schritte, nochmal Teabagging oder wie stellst du dir das vor? Momentan weiß sie ja nicht, wo sie steht. Okay, ich sag dann hinter dir. Also pass auf, du kannst 3-4 Schritte zurückgehen, das wäre dann halt einfach ohne Rücksicht auf Verluste und mit Verluste meine ich Jojo. Dann bist du aus der Schusslinie raus. Ja. Möchtest du das tun? Na, dann wäre sie auch aus der Schusslinie raus. Sie wird wahrscheinlich fallen, ja. Ich überlege gerade, ob ich eine Runde quasi das standhalte und dann während von der Treppe quasi runtergefallen werde. Du weißt auch, dass du minus seine Erfolge kriegst als Würfelpool-Modifikator bei allen Proben, wenn du im Stärkeverband stehst, ne? Ich weiß. Das ist immer so das Problem an dem neuen SR5-Sperrfeuer, was ich unwahrscheinlich geil finde eigentlich. Was? Ich will niemanden zerlegen, Düss. Ich benutze Nein. ihn. Ich bin der liebste und beste Mensch. Aber die bringen mir den Trolle und Orks um. Ja, was soll's, ne? Machen wir uns mal flach. Ich schmeiß mich flach auf den Boden. Du kannst das auch mit den Schritten nach hinten machen, das ist okay. Wenn ich sicher bin, dass ich der Flu. Also sicher ist hier erstmal ja auch nicht. Du kannst, es ist beides gleich unsicher, glaube ich. Das ist egal. Aber sowas muss ich sowieso, ich muss erst zur Schusslinie raus. Ja, okay, dann, instinktiv gehe ich natürlich dann einen Schritt zurück, quasi. Beziehungsweise 3-4. Ja. Freefall, Konsti und Panzerung bitte, Flummi. Entschuldigung. Erst Freefall und dann Konsti. Nein, mach einfach alles zusammen, das passt schon. Freefall habe ich nicht. Dann fällt das wohl leider raus. Jo. Immer noch nicht. Mann, ich dachte inzwischen wäre das mal ein paar. Ja, wir müssen das unbedingt mal steigern. Ja. Was ist hier los? Also pass auf. Wenn ich da keine Abzüge kriege. Kriegst da keine Abzüge. Sehr schön. Kaban tritt einfach Ansagen, so. Ansagen, 4 Erfolge, mein Bester. Hast du doch gemacht. Hab ich doch. 2-3 Schritte nach hinten und naja, du stehst da halt echt ungünstig im Weg, fällst so ein bisschen die Rolltreppe runter. Die Waffe wird dir vorn schlittern. Weil du halt hast rückwärts ja noch fällst. Aber du hast ja noch eine. Ja. Und immerhin, du bist jetzt in perfekter Reichweite für den Zwerg, der vor dir dran ist. Das ist doch in Ordnung. Aber es tut gar nicht so weh. Ich meine, ein paar Schrammen kann man verkraften. Aber die Rolltreppe muss wohl aus Gummi gemacht worden sein. So. Du siehst nicht aus wie ausweichen, oder? Meinst du siehst aus wie ausweichen? Für -2 auf dem Boden liegen? Ich glaube, das sind -2 für auf dem Boden liegen und minus deinen Schaden, also -4 insgesamt. Ja. Das sind immer vernünftig. Noch 3 Würfel. Immerhin kannst du doch kritisch spatzen, sagst du. Hm? Siehst du, ist immerhin noch ein Erfolg. Na guck. Das war knapp. Mit 2 Erfolgen. Ja, finde ich auch. Du hast übrigens 12 Würfel für deinen Schadenswiderstand. Ich sag das nur. Danke. Kein Geschehen. Gott, ich würde echt nicht gern bei mir als Spieler, das wäre. Nee, würde ich nicht mitmachen. 4 Erfolge. 4 Erfolge? Du bist bewusstlos. Ja. Scheiße. Supi. Overflow oder nicht? Lass mich kurz rechnen. Wie viel geistige Schadenskästchen hast du frei? 10. Auf jeden Fall Overflow. Wie viel? Gut. Was sage ich dir nicht an? Ja, ich wollte nur wissen, ob ich dann noch theoretisch K-Schaden, wenn ich den G-Schaden weg habe, ob ich dann K-Schaden habe und ob der dann. Nein, also du hast keine Abzüge, aber du hast auf jeden Fall. Gut, das wollte ich doch wissen. Es macht Spaß. So. Also. Zwerg, ich bin raus. Kaban, hast du auch Bock, irgendwas zu machen? Ja, ich schnapp mir den Zwerg. Okay, irgendwas Spezielles, vielleicht erstmal ein Rendezvous besser kennenlernen, bevor du ihm mit deinem heißen Gel ins Gesicht. Same procedure, quasi zielen, action, schießen mit der Salbe. Aber der hat gar keine Deckung jetzt, das kannst du nicht. Ja, machen. Aber ich liege auf dem Boden, kriege ich Abzüge? Nee, du stehst doch. Ach ja, richtig, stimmt, ich bin ja nach hinten gegangen, ich habe ja Jojo auf dem Boden geschmissen. Entschuldigung. Jojo, Alter, komm, Verluste sind immer. Boah. Aber wenigstens nicht gepatzt. Auf der Pro-Seite, ihr habt wenigstens alle weniger Edge. Ja. Ja. Der kriegt -2, sagst du. Ja. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Wären dann 10G. Deli oder den Zwerg? Schwerg. Also, der Zwerg ist quasi,
weißt du, dem steht einfach noch die Überraschung immer noch ins Gesicht geschrieben, dass du, der als solider Bro gekennzeichnet wurde, jetzt plötzlich auf die eigenen Leute schießt, nur wegen so einer Schlampe. Ich meine, so gut sieht sie auch nicht aus. Stimmt. Mann, 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 krieg einfach volle Kanne das Zeug und so und der fällt zu Boden. Plump, wie Zwerge halt so sind. Pop auf den Arsch. Na toll. So gemein. Inni, behalten wir jetzt einfach, komm, machen wir jetzt keine Spirenzchen. Du hörst von oben das Sperrfeuer abebben. Ich glaube, das Magazin könnte leer sein. Das ist ein Traum. Ich würde... Der Typ bewegt sich noch? Das siehst und hörst du nicht. Nein, ich meine den Zwerg. Naja, also das letzte Zucken, sag ich mal. Gut, dann schnappe ich mir Jojo und schiebe sie um die Ecke, also ziehe sie um die Ecke, weil sie ist ja bewusst, dass ich das nicht habe, ne? Ja. Warte mal kurz. Also, du bist quasi auf der Mitte dieser Rolltreppe hier, ne? So habe ich das die ganze Zeit verstanden. Ne? Also, wir sind ja jetzt rückwärts gegangen und die Rolltreppe rollt, ja, das ist ja eine Rolltreppe. Ja, also bist du wieder ungefähr in der Mitte. Sind wir wahrscheinlich wieder relativ weit unten, oder? Das ist übrigens keine Rolltreppe, sondern eine richtige Treppe. Fuck, das ist eine Rolltreppe. Siehst du nicht, wie das eine Rolltreppe ist? Die hat da zwei Geländer quasi, ja. Deswegen. Ich hätte auch, egal was das zu sehen gewesen wäre, es wäre eine Rolltreppe. Junge, hoch, bevor der das scheiß Magazin wechselt. Schon. Worauf auch immer ich hinaus wollte, Jojo ist auf jeden Fall, die sieht keiner. Die kannst du nicht treffen. Die will ich auch nicht treffen? Nee, ich meine, auch der andere Ork kann die jetzt so, da passiert nichts. Ja, der Schwör könnte sich wieder berappeln. Okay, dann 3, 4, 5, 6 Schritte wieder nach oben, sodass ich den Ork anvisieren könnte. Mhm. Gleich mit gleichen Verwalten. Den unter auf Sperrfeuer setzen. Wie viele Kugeln hast du bitte noch? Nicht mehr so allzu viel. Das ich glaube nicht, dass das für Sperrfeuer reicht, meiner. 1x6 und so 3 bis 4x3. Ich glaube, das Magazin 3x3. Ist sowieso ziemlich 3x3. Das sind 9. Zu viel Schuss? Ja. Okay. Ich habe 28 Schuss in dem Magazin. Dann reicht es eh nur noch für eine kurze. Hm? Hä? 9 plus 6 sind immerhin noch 15. Ich habe also noch 13 Schuss. Nein. Ich habe gesagt, es reicht noch für eine kurze. Was ist denn daran so schwer zu verstehen, Mann? So, du hast ihn im Visier, ja. Ja, ich verpasse ihn eine kurze Salve. Siehste, der Junge versteht mich. Aber mein letztes Edge gebe ich dir nicht. Was? Siehst du dich noch? Ja. Was wir machen sollen, oder? Wahrscheinlich. Also deine 3 Kugeln zum Kasse noch ein paar Magazinen gehen leider ins Leere. Auch dieser Ork ist offenbar äußerst schwer zu treffen. Retourkutsche meiner. Er lädt sein Maschinenpistölchen nach und visiert dich an. Pese. Dann, ne? Selbes Programm wie immer. Ja, ja. So. Wow. So. 5 Erfolge. Bam. Bellinger. Bam. Er hat getroffen. 3 Erfolge von Trolli. Yay! Und mein Bier meldet sich gerade in meiner Blase. Das ist echt nicht gut. 9G sind es dann. 6G kommen durch. Tö. Ich glaube, der hat gerade SR17 gewürfelt. Du da. Und hat, glaube ich, 3 Erfolge. Moment, SR17? Oh. Du hast das... SR17 gewürfelt, mein Bester. Ja, da habe ich mich echt ein bisschen vertippt. Na, ist irrelevant. Glaube ich auch, ja. Hat er vielleicht weniger Würfel? Zufällig. Ziehe ich ihm in Erfolg an, ist er trotzdem noch nicht bewusstlos. Vielleicht 7 weniger Würfel, dann hätte er nämlich nur 2 Erfolge. Moment. Also 7 weniger bei einem Ork. Was habt ihr eigentlich so für Orks in eurer Vorstellung? Also, weiß ich nicht. Alles Weicheier. Ja. Alles Weicheier wie Kabern, die scheiß Potzau. Weißt du, nicht mal jemanden umgebracht heute. Ja, schrecklich. Du darfst mal kurz. Nee, darfst du nicht. Pass auf, der Typ. Der Typ versucht dich nochmal hart zu erwischen. Du bekommst minus 5. Was? Ja, aufs Ausweichen. Du denkst, wo es wäre leicht. Komm, das schaffst du. Spuck ihm in die Würfel. Ja! Ich habe natürlich mit 2 SS2 Erfolge. Yes, man.
Wenn du sowas würfelst, dann muss man das ja auch gönnen. Also, er verzieht seine Waffe leicht, minimal, sodass oben dir, über dir quasi das ganze Gel in die Deckenlampe einschießt. Das heißt, einschießt, das klatscht halt dran. Und naja, ich erspare ihm einfach die Demütigung und wir stellen fest, dass du, bevor du jetzt auf das Klo entschwindest, ihn noch rausnockst. Können wir uns darauf einigen? Vielleicht. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, ohne dass ich jetzt würfle. Das tut mir einfach zu sehr weh im Herzen. Gut, und mir in der Blase. Nein, ich, ja. Weichei. Dito. Entschuldigung. Bis gleich. Bis gleich, ja. Ich konnte euch ja schon zweimal mitnehmen, das ist ja perfekt. Und ich koche auch in der Zwischenzeit für mich was, weil ansonsten kotze ich hier. Oder ist jetzt selbst Flummi ist gegangen, oder was? Der Spielgeleitete sagte mir gerade, dass Billy jetzt in der Zwischenzeit auch kommen kann, weil er gerade sagte, bei ihm dauert es jetzt ein bisschen länger und Billy findet das Ganze so vor, wie es jetzt ist, wenn sie ankommt. Was? Geht er jetzt einen Zeppelin abschießen, oder was? Ich fürchte ja. Dann machen wir Break hier. Mal kurz Pause, meinst du? Naja, ich koche hier gerade meine schönen Hühnerbrüstchen, alle. Hühnerbrüstchen? Schön, die Hühnerbrüstchen mache ich mir gerade in der Pfanne warm hier. Chirp, chirp. Nee, kein Papagei. Mist. Da hat's uns ein bisschen zerlegt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich da, was da jetzt abgeht, ihr. Ich auch. Der Kugel aber hat... immerhin war er loyal, das ist sehr schön. Ja, das muss aber jetzt begründen, warum. Der muss jetzt sagen, dass er geil auf dich ist, ansonsten lasse ich das nicht zählen. Das musst du ihm sagen, nicht mir. Ich sag's dir schon mal. Ich hab's ja hier auf der Aufnahme, ich kann's ihm vorspielen. Naja, ich meine, wir sind einfach die sympathischeren Menschen. Er hat immerhin längere Zeit im Ganggebiet gewohnt und so. Und Jojo hat sich um seine Wohnung gekümmert. Guck mal, da ist er ja wieder. Der Spielleiter sagte gerade Abbruch, Abbruch, Abbruch. Du findest nichts vor. Aber wir wollten ja eh breaken, ist ja egal. Breaken oder nicht breaken, macht alles nichts. Ja, außerdem der Spielgeleitete sagen, jetzt gerade noch rauchen. Oh, der ist doch noch vapen, der Idiot. Ja, ich weiß, dass der vapen soll, das muss aber nicht mir sagen. Wieso raucht der denn? Weiß ich nicht, warum der raucht. Weil der da sich da Ideen holt. Schrecklich. Das ist eine kurze Anti-Anstrengungspause, glaube ich. Ich glaube, das braucht der, das kann ich ein bisschen verstehen. Wenn er jetzt noch den ganzen Tag leiten soll, das ist ja irgendwann anstrengend. Das ist auch total böse, ja. Danny, du musst mit der Begründung hochkommen, warum du jetzt eher Jojo abgezogen hast als die anderen. Umgekehrt, warum du die anderen abgezogen hast, anstatt Jojo. Weil ich Jojo kenne und weil ich, das Problem ist, ich kenne auch meinen Kontakt. Das ist so das größte Problem, dass mein Kontakt jetzt scheiße dasteht. Naja, Jojo hat mir in letzter Zeit ziemlich gut geholfen. Also es ist, außerdem ist sie nett, eigentlich. Du kennst die anderen Bros gar nicht? Naja, die anderen kenne ich alle nicht. Ach so, ich dachte, du kennst die Kollegen. Dann hätte ich Jojo gecasht. Problem wahrscheinlich. Ja. Nur ich wurde von einem Kontakt da reingebracht. Ich muss gleich erstmal mit dem reden. Ja, hast du keine gute Background-Information gehaupt, Mann? Wen du da abcachen sollst. Nee, ich wusste nicht, wen ich da cachen soll. Irgendeine Konzernschnupse. Oh shit, wer weiß denn dann bitte, dass du eine Konzernschnupse bist, Jojo? Das frage ich mich auch gerade. Oh oh. Jojo hat das niemandem gesagt. Den einzigen, den sie... Außer Billy, Alex und Vlad weiß das niemand. Oh oh. Und die haben unter deinem Team nicht gequatscht. Was ist denn mit deinem Security-Typen? Stimmt, der weiß das. Der könnte es höchstens erzählt haben. Ja, aber warum sollte der Jojo cashen? Zurück zu den Eltern? Reunited, das geht Christmas? Doch gar nicht mehr. Das geht nicht mehr, weil Jojo offiziell als tot gilt. Ja, ist doch in einem Krankenhaus, ist doch hochgeladen. Der Konzern kann da jetzt doch nicht mehr zurückrudern, das geht doch nicht. Rabutnik kann alles. Nee, die können da nicht mehr zurückrudern, das funktioniert eigentlich nicht. Dafür haben die damit zu viel Kohle gemacht und alles, das geht nicht. Also da war ein zu großer Hype drum, anstatt als dass die jetzt noch sagen können, oh, sie ist trotzdem da. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass die ihr Datenschloss zurückhaben wollen. Ja, allerdings stimmt. Wissen die das ja alles noch nicht. Ja, du weißt es aber als Spieler. Ja.
Das Einzige, was Kaban weiß, ist, hä, Konzern? Ja, ich glaube, ich muss mich gleich auch noch bei den Leuten... Das ist scheiße, dass du den Tor erschossen hast, leider. Aber gut, Es sind auch noch genug andere. Nee, da ist jetzt jemand aus dem Team gestorben. Das ist scheiße. Weißt du? Also, ja, wenn die alle nur bewusstlos gewesen wären. Darauf hat Jojo nicht geachtet in dem Moment. Das glaube ich. Das ist auch, glaube ich, verständlich. Und Kaban hat ihr eine geladene Waffe gegeben, also von daher. Richtig. Aber selbst wenn sie ihre eigene Waffe genommen hätte, wäre da auch normale Muni drin gewesen. Redet ihr echt schon wieder davon, ja? Ja, ja. Voll deine Schuld. Meine, Malaschim Trolli, wir lieben dich. Blossum. Nicht deine Schuld, Trolli, sondern die Schuld von Kaban. Es fühlt sich ja immer sehr angesprochen. Ja, ich bin also, schuld quasi. Ich sag euch jetzt mal, was passiert. Pass ja, auf. Ich habe den Typen quasi weggewämst. Du hast Zeit durchzuatmen, tatsächlich. Aber nicht lange, denn eine Ansage, die relativ kratzig und abgebrochen klingt, aber von einer Frau, wie die wohl wie Billy eine volltönende, vollmundige, erotische Stimme gehabt haben könnte, kündigt also an, dass da die U-Bahn in 2 Minuten kommt. Und da war, glaube ich, irgendwas mit der U-Bahn. Ja, richtig. So, was war denn mit der U-Bahn? Ja, war was mit der U-Bahn. Ja, dann würde ich sagen, Packen hinterher. Ja, Jojo auf dem Arm. Es sollte ja nicht schwer sein. Knarre mit. Ja, meine Knarre wird natürlich mitgenommen. Ich überlege gerade, In einem der anderen vielleicht noch eine Knarre mit einzusammeln? Ja, richtig. Beziehungsweise ein Comlink von denen. Ja, das lässt sich aber auch immer gut zurückverfolgen. Egal, ich bin bewusstlos, mach was du willst. Du richtig. Bist ruhig hier. Ich schnapp mir von dem Ork, der liegt ja oben da. Schnapp ich mir die Waffe und das Comlink. Ja. Also die Maschinenpistole willst du haben, ja? Ja, der Troll hat das Geld eigentlich, ne? Oder wie war das? Das ist oben bei dem Tickethäuschen, wo der Troll war. Da kannst du es dir abholen. Allerdings wurde das für dich auch nicht genau spezifiziert. Also kannst ja mal gucken gehen. Ah, nee, jetzt noch das Geld rausholen. 7000, Junge, vielleicht haben die anderen auch so viel bekommen. Musst du mal kurz rechnen. Das, ja, ich weiß. 35.000, da kannst du Billy gleich ein Auto mitkaufen. Das Problem ist, jetzt noch gleich den Johnson abziehen, also den Johnson zu betrügen und den Johnson abziehen, ist eine ganz andere Sache. Also, es ist beide scheiße, aber es ist nochmal das Sahnehäubchen, also mache ich das eher nicht. Also ich schnapp mir die Waffe von dem Typen. Bist du echt sicher? Schnapp mir das Comlink. Entschuldigung. Oh, ey, der Teufel. verschwinde dann quasi. Gibst du dem ein Schnäpschen, ne? Ja. Also, mach das Comlink aus, nimm die Batterien da raus, pack das ganze Geraffel mit meiner Waffe, deren Waffe, also ne, die Waffe von dem Typen, meine Waffen und so weiter und so fort, packe ich alles in meine Tasche. Dass es halt nicht auffällt und ruf mir dann ein Automatentaxi erstmal. Na, ich habe ja kein Auto. Sekunde, da muss ich einschreiten. Und zwar schon an der Stelle, wo du sagst, du nimmst die Batterie aus dem Comlink. Wie bei Smartphones ist das gar nicht so einfach. Kauf dir einen Samsung, dann geht das. Die haben sich keinen Samsung gekauft. Dammit. Kannst du nicht leben, dann musst du kurz damit leben, dass es irgendwo erstmal, ne? Ja, scheiß was drauf. Dann egal. Dann wenn ich das nicht komplett und wenn ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass ich das ausschalten kriege, dann nehme ich es nicht mit. Das halte ich für eine sehr freundliche Ansage. Okay. Gut. Ne, dann Sachen wie Treppen hoch. Dir entgegen kommt eine geisterhafte Gestalt mit einem Kopf unterm Arm und tanzt um dich herum. Das ist ein ziemlich großer Kopf. Ja, die Person kenne ich, ne? Richtig? Ja. Person ist oder Sache. Ja, Jojo ist immer noch bewusstlos. Jojo, Alter, ob du die nochmal gebrauchen kannst bei der Aktion heute, das sieht nicht so aus. Scheiße. Dann hoffe ich einfach mal, dass der Geist mir nichts tut. Ja, und noch tanzt sie. Ja. Ich nicke ihr zu und hole Jojo aus dieser scheiß Gefahrenzone raus. Hole mir ein Automatentaxi und würde Billy anrufen. Ja, als du, ich meine, Automatentaxi, das dauert ja ein Weilchen. Das heißt, du wirst dich natürlich in einer Ecke verdrücken, aus der du gut wegkommst und alles im Blick hast, bla bla bla. Genau.
Ja, aber Billy wollte mit auch öffentlichen kommen, ne? Hatte ich gesagt, ja. Gut. Zeitlich dauert das aber noch Stunden. Gut, also dein Automatentaxi wird ein bisschen eher kommen und bei Billy rappappelt das Comlink. Du wärst so in 12 Minuten eigentlich verabredet mit Professor Dr. Nikolai Ivanovich und der scheiß Kaban, das ist einfach. Waschen! Moin, Kacke am Dampfen. Moin? Was? Jojo ist bewusstlos. Ach du Scheiße. Hast du Zeit? Wir müssen hier irgendwie weg. Wir brauchen ein Safe House. Ach du Scheiße. Warte, ich ruf dich gleich zurück. Subi. Okay. Dude. Kein Problem, Trolli, by the way. Ich ruf Alex an. Mhm. Chef. Ich würde noch ganz kurz runterkauen, ja? Ja, ich wollte genau dasselbe tun. Aber du liest mich ja nicht in Ruhe. Entschuldigung. Nee, ist ja nicht dein Fehler. Das kommt halt von so Marathon-Sessions, ne? Da das ist ein Malerschiedsfehler. Lange spielen ja. Wir ja auch noch nicht. Trotzdem muss ich essen bei all dem Alkohol, den ich konsumiere. Kommt dann aber sehr lang vor. Du, es ist. Also ich bin ja schon ne, ein bisschen. So, ich weiß ja nicht, wie weit ihr seid, aber den ersten Liter habe ich weg. Die Flasche ist leer bei mir. Die erste. Was? Gut. Na ja, Flasche Wein doch nur, Mann. Alter. Ja, trotzdem. White Russians neigen nicht zu Alkoholismus. Das ist alles nur, ihr spielt. Auch uns gibt es nicht wirklich. Wir sind wiederum Spielercharaktere von einem anderen Überspieler. Wir sind nur Kunstfiguren. Wir sind Kunstfiguren. Prost, Mann, Aschim. Ein Bauchredner. Da spielt ein Bauchredner die ganze Zeit. Eigentlich, ne? Ist das Flummis, ist das Flummis Welt. Spielt nur Flummi alleine. Und kann sehr gut Bauchredner. Das klingt vernünftig. Also, alles geht ran. Wem habe ich ein. Wer bist du? Die Noah? Das sagt mir nichts. Alex, es tut mir leid, hier ist Billy. Billy wer? Sibylle Billy? Das ist Füchschen! Na, genau. Jetzt hat's geklingelt, okay. Du musst meinem alten Mann ein bisschen Zeit geben. Entschuldige, dass ich dich störe. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich brauche wohl Hilfe, also beziehungsweise Jojo braucht wohl Hilfe. Okay. Ich weiß nicht, ob du jemanden schicken kannst, die abholen oder so irgendwas, aber anscheinend gibt's da Probleme. Ich habe eben einen Anruf bekommen und die ist wohl in der Scheiße gerade. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als dich anzurufen. Okay. Es tut mir leid. Nee, das ist ja alles richtig. Pass mal auf. Okay. Du holst jetzt den Typen, der irgendwie Bescheid gesagt hat in die Konversation. Mhm. Dann gucken wir erstmal, wo die ist. Danach okay, lass erstmal tief durch. Okay. Sehr schön. Dreh mich weg. So. Das war so ein Moment, ja. Ja, sehr gut. Kaban, Comlink rappappelt wieder. Und Spieler, ich bin sauer. Ich erspare mir das Soundboard, komm. Oh, wo habe ich jetzt gewartet? Danke. Ja? Kaman, du sprichst jetzt mit jemand anderem noch auf der Leitung. Tut nichts zur Sache, wer es ist. Schilder mal die Situation, bitte. Ich und ein paar andere wurden angeheuert, um eine Person zu exfiltrieren. Das dauert mir alles zu lange. Wo ist er denn? Sokol. U-Bahn-Station. Welche? Kriegt er die Daten? Er kriegt einen GPS-Tracker. Gut. Bist du mobil? Nein. Okay. Pass auf. Bist du weit genug weg von da, wo es unangenehm war? Bin ich das mittlerweile? Wenn du weitergelaufen bist, bist du ein bisschen weiter, aber ich meine, du schleppst die Dicke hier noch nicht so weit, ne? Halt so weit, wie man kann. Dann kriegt er auch die Information. Also nein, also er kriegt halt einen Punkt, wo es passiert ist und einen Punkt, wo ich bin. Okay, so. Du läufst jetzt noch ein bisschen in die Straße weiter, dann stellst du dich da ganz gemütlich im Hauseingang. Wenn du willst, machst du die Tür noch auf. Vielleicht klingelst du höflich, vielleicht trittst du ein, das ist mir egal. Dann wartest du da erstmal, wir bleiben schön in Kontakt und dann kommt jemand und holt dich. Gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Okay, gut, dann machst du jetzt nochmal ein kleines Video, wie sie aussieht. Übrigens, Billy, dort wo es passiert ist, das ist dort, wo du hin wolltest. Scheiße. So, guck mal, die sieht doch ja auch nicht so schlimm aus. Da hängt doch alles am richtigen Fleck, soweit ich das sehen kann. Guck's erstmal, ob sie sich nicht vollgekotzt hat, das passiert manchmal.
gerade bei Jojo. Ja, ich kontrolliere das, also mache erste Hilfe etc. So, wie man es gelernt hat. Okay, es kommt gleich jemand und hast du irgendwie Stress mit irgendwelchen Gangs in Moskau? Noch nicht. Das klingt vernünftig. Gut. Na, dann kannst du da warten. Er legt auf. Gut. Und er kann sich ja wieder in die Dings einwählen über Billy, das geht ja dann schon. Kaban, ich muss noch einen anderen Termin wahrnehmen, deswegen habe ich das jetzt kurz so gelöst. Das heißt, mach du mal alles klar, ich muss den Termin wahrnehmen. Sobald ich hier fertig bin mit dem, ruf ich durch, okay? Okay. Haltest du die Stellung mit Jojo, bitte? Kein Problem, kriegen wir hin. Danke, es tut mir leid. Ich danke erstmal. Ja, klar, Mann, kein Problem. Danke geht an dich, Mann. Ja, ich leg dann auf, lad die Waffen nochmal vernünftig durch. Und ja, ich lade beide Maschinenpistolen durch. Also, hat die andere Waffe Smartlink etc. irgendwie Elektronik da drin? Wenn die Smartlink gehabt hätte, hätte ich dich bestimmt besser getroffen. Gut. Ja, es ging ja eigentlich eher darum, dass ich das echt ausschalte dann. Ach so, nee, da ist echt gar nichts. Gut. Ja, die beiden Waffen werden, also die eine Waffe von dem anderen wird parat gelegt, sodass im Zweifelsfall ich drauf reagieren, also dass ich die eine Waffe wegschmeißen kann und die andere nehmen kann, damit ich nicht nachladen muss. Und die andere bleibt halt so versteckt hinter meinem Rücken. Gut. Gut, dann kriegt meine Connection eine Nachricht. Ach ja, qua Ivan hätte ich mir denken können. Ja, Ivan. Welche denn? Ich kann mir das nicht vorstellen. Die Problematik, ich weiß noch nicht genau, was ich ihm schreiben soll. Mochte ich nicht? Voll doof, ey. Run ist schief gelaufen. Ging um eine Freundin. Beauty. Er schreibt nur zurück. Okay, ich gebe das weiter und gebe dir Bescheid. Und er kriegt natürlich noch ein dickes Sorry. Quasi, also ne, so, er tut mir leid, dass... nochmal, das ist ja ihn jetzt gar nicht so, das war ja auch nur weitergeleitet von einem Freund. Er wird dir Bescheid geben, wenn die übergeordnete Auftraggeberperson da ein Problem mit hat, dass das, da wird er Bescheid geben, sag ich mal. Vielen Dank. Gut. So, Billy wird eher da sein als Leute bei dir. Billy. Kommst bei einer U-Bahn-Station an, ja, kommst du, gehst da runter, da ist so ein Troll zerplatzt. Und dann, will sie da wirklich runtergehen? Die weiß, dass das da passiert ist. Ja. Ich weiß, aber sie hat jetzt nichts Gegenteiliges gesagt. Kannst einschreiten, bis wenn du willst. Nee. Aber wenn du die Rolltreppe runtergehst und den Gang kurz vor, da ist ein Troll zerplatzt. Nee. Wenn ich dann zerplatzten Troll sehe, dann läuft Billy R. A. rückwärts. B wird im selben Moment den Dr. Ivan Ivanovich anrufen und fragen, wo er sich gerade befindet, beziehungsweise Nachricht schreiben. Ja, der Professor Dr. Nikolai Ivanovich ist überhaupt nicht mehr an der Matrix verfügbar. Was? Ja. Letzter Standpunkt? Mhm. Letzter Standpunkt ist, nachdem du es getrackt hast, blablabla, ist quasi ein Standard-Anonymisierungsservice von Neonet. Kein toller. Okay, kann ich den trotzdem dann backtracken? Anonymisierungsservice, kein doch, toller von Neonet, bla? Ja, mach doch bitte einfach mal Computer und Logic. Was war das? Du kannst dich Jan in der Ecke setzen und VR gehen, aber Nee. Klingt scheiße. Du hast nichts dagegen, wenn wir das einfach als vergleichende Probe machen, oder? Keine Ahnung. Wenn ich gewinne, nicht, ne? Geht schneller. Das klingt vernünftig, das ist richtig. Zwei Erfolge von mir. Zwei Erfolge von dir, ich gewinne. Finde ich gut. Ich gewinne. Ich mag deinen Optimismus. So viel Frechheit finde ich, leider nicht. Du kannst es nicht weiter zurückverfolgen. Es war eine epische Situation. Dammit! Episch beschrieben, Situation. Wie ich gewinne. Ich habe auf dem Bahnsteig einen I-Win-Button gefunden, den habe ich gedrückt. Und dann war der rot? Oder würde ich immer aufpassen, wenn die rot sind? War so eine, das war so eine indische Raubkopie, deswegen war es leider doch nicht. Indie-Games. Es lag wahrscheinlich noch im Blut des Trolls und so. Doc, ja. May I take your customer call, please? Ja, South Park, ich verstehe. Sehr gut. So, die Flummi, jedes Mal, wenn sie einen Lachkrampf kriegt, Alter, kotzt sie sich die Lunge halb raus. Das klingt echt unangenehm. Ich gehe mal sofort vom Push-to-Talk runter, scheißegal, was ich gerade sagen will. Nee, Abbruch!
Was machst du denn die ganze Zeit mit der, dass sie immer so kaputt ist? Die raucht Bong die ganze Zeit hier. Ja, ich sage mal, Gagging oder gar so. Gar nicht. Gagging oder was war das? Gagging. Den Backblatt hinten Road. Rein. Backblatt hinten rein. Achso. So. Entschuldigung. Ja, wenn der nicht da ist, dann was war das letzte? Sauerkirschen. Sauerkirschen. Wenn der nicht da ist, dann kannst du Nikolai Ivanovic weder erreichen, noch weiter zurückverfolgen als bis zu dann, diesem Punkt. Dieser Punkt liegt übrigens in Yuzhnoye, falls du das wissen willst. Yuzhnoye? Moment, jetzt muss ich gerade nochmal die Karte natürlich halt wieder. Der Anonymisierungsservice-Server-Dings. Ja, okay, also, bringt mir gar nichts. Ist richtig. Aber ich könnte was kommen. Weißt du was? Ich komme hier wieder. Hello, man, take a customer call. I will compile now tasking with the compile and compile a sprite. Compile a sprite number 3. Ja? I will, ja, yeah, compile and try a, warte mal. Compile and try a sprite? Und dann try a sprite. Ist ein Sphere sprite. Ich compile hier ein Sphere sprite. Und Sloth, ja. Der soll sich auf die Suche dann nach dem Doc machen. Mm. 4 Erfolge reiche ich dir herüber, mein Beste. Siehst du dich noch? Ich, was? Du hast 2 Erfolge, ich habe 4 dann Erfolge. Dann müsstest du nochmal 4G widerstehen, bitte. Okay. Und 3 Erfolge. Also, es zieht ein bisschen in der Properze. In der Vagina. Vagina. Schön am Camel-Toe. Ja, danke, dass wir das vorhin nochmal hatten. Das hat mir auch... Wenn es denn so wäre. Sehr viel gegeben. Was denn, wenn Billy sich den Hoden wegtackt, Alter, und die schönen engen Leggings anzieht, dann hat die einen Camel-Toe, Alter, einen ganz dicken halt. Das macht ja nichts. Also. Also. Den bitte aufs Soundboard legen. Ich hab doch schon einen von ihm. Aber ja, der war noch ein bisschen erotischer. Mhm. Gut. Ich schick den los. Dein DMT-Spürhund-Sprite schickst du los. Und der wird das auch mit Vergnügen quasi wahrnehmen. Diese Aufgabe, weil das ist eine Herausforderung. Super. Und der steht drauf. Ich auch. Gut, dann in der Zwischenzeit, während dem der sucht, rufe ich dann wieder Kaban an, wo er gerade. Also, Kaban, dein Comlink rappelt. Ich höre noch nichts. Ah. Verzögerung in der Leitung hier. Guck mal, was ein verwöhnter Rotzbankert, gell? Ja, sicher. Ich höre noch nichts. Sag mal, Kaban, schlecht heute. Wie viel Edge hast du eigentlich gerade? Null. Noch ein. Einen hast du noch. Okay, jetzt. Ich frag nur. Achso, super. Ey, ja, moin. Wo stehst du denn jetzt gerade? Gib mir mal deine Daten durch. Du kriegst automatisch quasi, sobald du mich anrufst, hast du sofort wieder GPS-Ding vom's. Ich komm da jetzt hin. Supi, wo bist du? Wie geht's der Kleinen, verdammt? Nicht so sonderlich schlecht, glaube ich. Sie atmet noch. Alles gut. Solange Alex sich keine Sorgen macht, ist alles okay. Ich komm da jetzt hin. Okay, trottet los. Düt. Es dauert. Und? Warte. Ja, bitte, Entschuldigung. Oh! 5 Minuten. Hat er gelernt. Hat er schon wieder vergessen, so sieht's aus. 5 Minuten später trifft Billy bei dir ein. Sie muss irgendwie in der Nähe gewesen sein oder sie beherrscht Teleportation. Das weiß man bei Technomancern nie. Ja, also wenn du um die Ecke schreitest quasi in dem letzten Moment, siehst du, dass ich kurz zusammenzicke. Zicke? Zucke. Verdammt. Und wenn, dann genau aufpassen würdest, würdest du wahrscheinlich auch sehen, dass ich dahinter mit meinem Rücken irgendwas verstecke. Ja. Billy hat Vibes. Die sieht die Kaugummiflecken auf dem Boden und gut. Irgendwelche Tauben rumfliegen, aber nicht. Egal. Hier vorne, also hier, ne, hier, der Kleinen geht's hier relativ gut. Hier vorne liegt was, da kannst du dir nehmen, wenn es brenzlig wird. Was das denn? Das ist eine Maschinenpistole. Ich kann auch mit sowas nicht umgehen, verdammt. Ja, das ist egal, draufhalten, schießen. Ja klar, ich hau mir die Das ist das böse Fresse. Ende, das zeigst du auf die bösen Jungs. Hä? Ich hab und dann drückst du diesen Knopf. Knopf. Das ist ein Abzug, das weiß jetzt sogar ich. Gut. Mann. Gut. Was habt ihr eben wieder angestellt, ihr zwei? Sie war mein Ziel. Okay, ich weiß ja, dass du mich mochtest. Und ist es jetzt dein Revenge-Fuck oder nein, irgendwas? Nein, also, Rebound? Ich wurde angeheuert, dass ich kurzfristig jemanden entführen soll. Und, naja, sagen wir es mal so, sie kam die Treppe runter. Kaban? Ja? Wie lange machst du den Job jetzt schon?
Lang genug, um zu wissen, dass ich mich da gerade ziemlich in die Nesseln gesetzt habe. Würdest du mir einen Gefallen tun in der Zukunft? Ja. Du kannst mich jederzeit gerne kommunikativ irgendwie erreichen und fragen, ob du irgendwelche Background-Checks von mir gemacht bekommst, okay? Gut, und komm ich drauf zurück. Danke, dass du sie nicht verpfiffen hast, Mann. Danke. Ja, das könnte mich gut was gekostet haben, aber das kriegen wir schon geregelt. Das passt schon. Sie hat mir auch gut geholfen. Hm. Naja, es ist, das Team nicht ist auf jeden Fall am Boden, also von daher. Es waren keine Leute, die ich kannte. Ich denke mal, ihr war das in der U-Bahn-Station, hä? Wo da der ganze aufgeplatzte Scheiß lag. Den Troll, ja, den hat Flo mir erwischt. Du meinst Jojo? Ja. Oder Marshmallow. Genau, Jojo. Mhm. Scheiße. Okay, wir kriegen jetzt hoffentlich gleich unseren Taxi. Ein Van hält neben Taxi. Euch. Bring sie da rein, hopp. Ich helfe mit den Füßen. Nee, ich nehme den Kopf. Nein, ich, ich nehme den. Wer okay, ist das? Nimmst. Also, wer ist das? Schmeiß sie rein, lass sie losfahren, scheiß drauf. Weißt du, komm, du hast jetzt schon so viel aufgegeben, Kaban. Die sind nette, echt egal, wer. Die, komm. Nee, Vlad steigt aus. Ja, ich kenne Vlad. Du kennst Vlad. Ich nicht. Ich hat er eine Waffe? Ist der bewaffnet? Klar ist der. Er hat eine Pistole und er hat er sie gezogen? Eine Schrotflinte auf dem Rücken. Nee. Gut, dann dann zeige ich ihm ganz offensichtlich, dass ich bewaffnet bin. Mach dich locker, Kaban. Hi, Vlad. Okay, gut. Pack mal an. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Das ist ein solider Bro, jetzt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, auf geht's. Kannst mir nachher nicht. Ich denke, wir müssen hier weg. Er packt sie an und meint, du erzählst mir, was ein solider Bro ist. Wer hat denn dich eigentlich unterrichtet? Keine Ahnung, ich kenne das nur von Jojo. Wollen wir jetzt hier lange rumreden oder wollen wir sie in Sicherheit bringen? Er rein und macht die Türen zu. Einsteigen vorne. Jupp, ich steig da ein, wo man mir sagt, wo ich einsteigen soll. Ja, dann geh halt hin, Renner, mach jetzt Türe dicht. Zu. Er fährt dann los und er ist so 2 Minuten hier fahren und man hört noch schon aus dem U-Bahnhof, ihr seid ja gar nicht so weit weg, hört man's rumpeln, wenn ich das freundlich formulieren will. Das du meinst Polizei? Auch, nee, ja, vielleicht auch ein bisschen explosionsmäßig. Jetzt nicht ultra, aber da ist, glaube ich, echt was explodiert. Könnte richtig was los gewesen sein. Entweder der Trollkadaver hat sich so hart aufgebläht wegen der ganzen Faulgase oder das muss was anderes gewesen sein. Ich tippe immer diese faulen Trolls. Das Wortspiel gebe ich dir auf gar keinen Fall echt zurück, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Was schreibt ihr denn schon wieder im Chat? Was? Hochjagen? Nee, das könnte. Oh. Wenn ihr 10 Minuten weiterfahrt, kann es auch sein, dass dann schon in Nachrichten kommt, dass da vielleicht der U-Bahnhof, der Ticketschalter vielleicht in die Luft geflogen ist. So, ein bisschen. So. Man vermutet übrigens 100% Menschen hinter dem Anschlag, weil das sind halt böse Typen. Währenddessen, aber könnt ihr euch gern später noch auslassen, denn der Fahrer fordert Aufmerksamkeit. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für eine Scheiße und warum, was hast denn du eigentlich mit meiner Schwester zu tun? Das kannst du mir erstmal erklären. Du kriegst sie ja an und sie sieht wieder aus wie Sau. Sie hat mir mal geholfen und deswegen habe ich sie nicht verkauft. Reicht das jetzt erstmal als Information? Nee, das reicht auf gar keinen Fall. Gut, ich wurde angeheuert, dass ich eine Konzernfrau exfiltrieren sollte und ich glaube, sie ist in der Gang, aber von Konzern wusste ich bis dato noch nicht. Also, das heißt, so. Ihr wollt jetzt einen Ort haben, wo ihr euch richtig gepflegt lange unterhalten könnt, das wird dann... Erstmal will ich einen Doc, wenn die einen Doc braucht. Ich habe sie jetzt noch nicht komplett ausgezogen, um zu gucken, wie viel Blut sie verloren hat. Siehst du dich noch, Lady Dingster? Da liegt irgendwo ein Metallmonitor rum, mach den mal ran. Und du ziehst meine Schwester schon mal hier auch nicht aus, da kann man uns schon mal hier gleich verstehen. Außer, wenn es unbedingt nötig ist. Billy macht sich ans Werk, erste Hilfe, scheiß drauf. Darauf können wir uns gerne einigen, habe ich kein Problem mit. Painkiller rein in die alte. Ja, Painkiller ist eher kontra, die ist halt echt. Es ist halt. Du hast halt eingeschlagen. Die Weihnachtskugeln haben mir nicht so gut bekommen.
aber die wird wieder. Das dauert ein paar Stündchen und dann wird die höchstwahrscheinlich euch schon wieder nerven können. Also vielleicht doch Painkiller, damit die ein bisschen gechillter dann ist. Das wäre natürlich eine Idee, aber sonst brauchst du prinzipiell nicht. Ability backt erstmal Jojo nochmal. Du hast einen sehr merkwürdigen Traum in deiner Ohnmacht. Das ist, riecht nach Rosen, Lavendel und Billys Poppes. Und Zypressen natürlich. Und Zypressen. Du kennst den Duft von Zypressen natürlich. Ich glaube nicht, dass Jojo schon mal an Billys Hintern geschnuppert hat. Du weißt, also erstens, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie du das behaupten kannst. Und zweitens. Also wenn, dann erinnert sie sich nicht dran. Das erinnert, wenn Billy bei dir auf Klo war, ne? Dann hat sie immer versucht, ihren eigenen Duft zu übersprühen, aber es gelingt ja nicht immer vollständig. Und da sie nicht mehr raucht, sondern nur noch vaped, kann sie auch kein Streichholz oder so anzünden. Und deswegen weißt du im Traum, wie das zuzuordnen ist. Ich verstehe nicht, wie man die Argumentationskette nicht sofort im Kopf hat. Doch, also. Dafür gebe ich dir ein Edge zurück, Spielleister. Dankeschön. Spielmeister? Spielmeister. Na super, jetzt Edge schon die NPCs. Dass ich das Edge jetzt irgendwie einem NSC mal gebe in irgendeiner Aktion. Ah ne, Karma gebe ich dir zurück, sorry. Ah ja, plötzlich. Okay. Du weißt schon, dass er das Karma einem NSC draufrechnet und damit irgendwas... Ja, mit einem Karma, pass auf, da steigere ich dann bei dem... Du kannst eine Wissensfertigkeit spezialisieren. Körperbehaarung. Ich sehe, wir verstehen uns. Wie gesagt, die ist prinzipiell erstmal okay. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Ja, willkommen im Outro. Willkommen im Outro. Es ist witzig, heute ist der 24.01., um mal kurz ein bisschen Real Life. Das wäre also, das passt schon wieder fast, dass heute Weihnachten quasi ist, vor einem Monat. Ja, in 11 Monaten ist wieder schief. Weihnachten. Richtig, schon wieder in 11 Monaten. Meine Fresse, Zeit geht rum, ne? Ja, irgendwie. Wir hätten auch so viel Scheiße vorher machen müssen, dass wir dann so viel Puffer gehabt hätten, oder wir hätten die Folgen nur noch monatlich raushauen sollen. Okay, das wäre nicht gegangen. Aber dann hätten wir das hier tatsächlich mit einem Jahr Verspätung zum Weihnachtsspecial machen können. Ja, Moment, aber wir sind ja ein Podcast mit Content. Ja. Nicht Qualität, aber Quantität, sage ich nur. War doch schön, die Einleitung. Das stimmt, das ist unser Motto. Gut. Ey, Alex, ne? Du kannst jetzt nicht nur noch das 10. Mal Billys Hintergrundgeschichte lesen, sondern du kannst auch jetzt Flomis Hintergrundgeschichte unlimited vollends auf WordPress finden und Kabans sicherlich auch bald. Und, es ist, wie nennt man eigentlich die Hintergrundgeschichte von Flumi? Das ist ein Endless Director's Cut Universal Never Buch. Restricted Buch? Man nennt es einfach Buch. Das 7-Siegel-Buch der Flumi? Ja. Die sieben Säule der Flummi. Es hat 50 A4 Seiten. 53. Es ist mehr als Game of Thrones, oder? Also beziehungsweise Fire and Ice. Es ist mehr Inhalt als Game of Thrones, weil sie nicht nach jedem dritten Satz einen Cliffhanger einbaut nach und dann ging sie aufs Klo. Und nächste Folge siehst du dann, ja, wie sie wieder rauskommt. Deswegen... Ich bin jetzt gar nicht auf dem Laufenden. Ist Inzest-Sex bei Flummis Hintergrundgeschichte dabei? Ja, ist es. Ist es quasi, echt? Wo denn? Wenn man ein bisschen weiterdenkt, ist es das. Ja, du beschreibst manchmal so ganz kurz angerissen irgendwelche Gänger-Hintergründe und da steht, ich zitiere so halb, dass bei denen zu Hause geprügelt und was weiß ich und Schlimmeres wird. Ach so, ja. Mit ein bisschen Fantasie und so. War toll, ich finde das gut. Auf jeden Fall, wenn jemand mal den Hintergrund liest, teilt uns bitte mit, ob irgendwelche Rechtschreibfehler übersehen wurden, weil... Ich benutze dann die avantgardistische Inkonsequenz bei der Korrektur. Wir müssen dann aber deinen Vertrag mal überarbeiten, falls da Rechtschreibfehler gefunden werden. Echt jetzt? Okay, also ich kündige hiermit an, wenn irgendjemand anfängt, auf seinen Hintergrund, auf irgendwelchen Rechtschreibfehlern herumzureiten, auf allem anderen lasse ich rumreiten, aber auf Rechtschreibfehlern, dann boah, bitte.
wird er den Rest seines... aufgefallen, was da für riesen Plotholes drin sind, Alter. Und der Ausdruck, Alter. Unterste Kanone. Den Rest seiner Kommentare wird er nur noch von mir getrollt. Das Schlimme ist jetzt, wo wir beide ja immer gar nicht trollen. Genau, oh, und ich werde das bei jedem Intro und Outro dann erwähnen, bei dem ich dabei bin. Arschkind. Ja. Ist trotzdem schön. Gut, ich mache jetzt mal die Legal Rights und wir machen dann gleich weiter. Mhm. Also, Shadowrun gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika in den USA. Wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlags GmbH. Hey, das hat sich sogar gereimt fast, ne? jetzt pass auf. Jetzt wird kompliziert. Die White Russian laufen unter Common Creative. Das heißt, wir haben keinerlei Rechte an den ganzen Stücken, die wir hier verursachen. Und auch nicht am Namen Shadowrun. Das gehört nämlich der Tops. Es ist einmal, das Intro-Lied ist von Instrumental Core, Let It Snow. Und das andere ist von The Jake Lee Project, This Is Halloween. Ich habe mich einfach über die anderen beiden hinweggesetzt und habe ausnahmsweise mal eine elektronisch angehauchte Musik gewählt. Und danke. Ich habe dir das schon früher erlaubt, du hast dich über Flummi hinweggesetzt. Okay, dann habe ich mich über Flummi hinweggesetzt. Flummi, geht's denn ganz schlecht jetzt wegen Intro und Outro? Ist das der Trennungsgrund? Ja. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte dich sowieso nie. Ich weiß, der Sex war nie gut, ne? Nee. Gut. Dann geh, es zwingt dich keiner hier zu spielen. Dann geh, es hält dich keiner auf.